Man kann nicht umhin zu sagen, dass Wien eine herrliche Stadt voller Charme ist. Auch London ist schön und Paris an der See. Sogar Oslo macht Spaß, wenn's dort warm ist. Aber nichts bleibt stabil, weil die Zeit ändert viel. Die Zeit ändert überhaupt alles. In diesem Jahrhundert bleibt nichts, wie's heut ist. Ich bin kein Prophet, aber eins weiß ich gewiss: Einmal wird der Eiffelturm nicht mehr sein, und wo jetzt der Louvre steht, wächst der Wein. Nur der Euro, der bleibt, weil ihn nichts mehr vertreibt. Der wird alles überleben, der allein. Unser Wiener Stephansdom, der fällt um, und wo jetzt die Oper steht, da wird's stumm. Nur der Euro bleibt stehen, von Berlin bis Athen tanzt der Euro um alle herum. Den Prater werden sie vernichten, der Rhein wird gestaut, Florenz wird verbaut, auf den Petersdom werden sie verzichten. Wenn der Papst protestiert, wurde gehaut. Die Champs-Élysées wird kein Wert gelegt, und das Tivoli wird unter die Erde gelegt. Aus Warschau wird Schutt, die Schweiz ist kaputt, die Grachten erfrieren, die Schweden emigrieren. Dann werden militant alle Häuser verbrannt und als Waren- und Bürohäuser neu eingespannt. Nur der Euro wird leben, nur den Euro wird's geben, nur der Euro wird zeigen, was er kann. Und der kriecht mit Humor aus der Asche hervor und fängt immer von vorn wieder an. Mozart verraucht, weil man ihn nicht braucht. Gleich hinter Mozart raucht Goethe. Bach wird verjatzt, Rembrandt zerkratzt, und Shakespeare hat auch seine Nöte. Goldoni und Molière kriegen neuen Regisseur, nur findet auch der kein Theater. Denn Theater sind geschlossen, die Museen stehen leer, und Buchläden gibt es schon lang keine mehr. Was braucht ein moderner Mensch? Literatur, auch von Philharmonikern keine Spur. Nur der Euro bleibt stark, den liebt niemand, den sagt: Hast du Euro, dann hast du Kultur. Der kann Kunst imitieren, der kann die Politiker schmieren, der baut Banken zu den Sternen, baut McDonalds, baut Kasernen, der schmückt's Fernsehen mit nem Glorienschein. Man ist stolz, Europäer zu sein. Für den Euro sterben die Poeten, und zum Euro lernt man beten. Euro unser, der du bist. Und dann merkt auch der letzte Tourist, was Europa ist. Dank, David See, Gesang, Sven Hohling am Akkordeon für diesen Vortrag des noch sehr prophetischen Textes von Georg Kaiser, der Euro. Ich möchte Sie sehr herzlich im Namen der Neuköllner Oper hier willkommen heißen. Drei kurze Sätze zum Haus. Die Neuköllner Oper besteht seit 35 Jahren, hat ihren Namen abgeleitet eigentlich von dem Wort operare. Das ist ein Aktivum, eine aktive Vokabel, und heißt eigentlich so viel wie bearbeiten. Das heißt, die Neuköllner Oper führt neue Werke auf, kein altes Werk, und wenn dann doch, dann sehr bearbeitet, so wie zum Beispiel die Chiassu Aida. Die Aida ist eine griechisch-deutsche Koproduktion, die uns zusammengebracht hat, die wir erfolgreich nicht nur hier in Neukölln aufgeführt haben, sondern auch in Thessaloniki, in Mekaron, und die wir auf dem Athen Festival jetzt Ende Juni wieder spielen werden, unter Bedingungen, die wir nicht kennen. Wir haben heute die Wahl, die sogenannte Wahl in Griechenland. Das ist unser Thema heute und ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema hier in der Neuköllner Oper besprechen können, mit all Ihnen gemeinsam. Florian Thamer. Genau, auch von mir noch 3 einleitende Sätze. Ich bin Florian Thamer, ich bin von der Europäischen Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten. Ich möchte mich bedanken bei der Neuköllner Oper, speziell bei Benjamin Stein und bei dem Forschungskolleg Verflechtung von Theaterkulturen der FU, mit den beiden wir jetzt hier kooperiert haben, um das zu machen. Einleitend noch, es ist eine spielerische Matinee, gespielt wird 2 mal 45 Minuten, es ist ein Zwischenformat, manche von Ihnen kennen schon unser Krisenfestformat, auch eine Serie, da war der Schwerpunkt Griechenland und so kamen wir zu der Neuköllner Oper. Das nächste Krisenfest mit dem Schwerpunkt Portugal findet Anfang Oktober statt, es gibt noch keinen ganz genauen Termin, aber Sie können sich vorne, wird dann eine E-Mail-Liste ausgelegt, Sie können sich da eintragen, dann könnten Sie von uns Informationen darüber bekommen. Gespielt werden 2 mal 45 Minuten, unsere Gäste sind Alex Karschner und Leopold Seiler aus Wien. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel sagen, wir haben Einleitungsclips vorbereitet, die das dann erklären, wer diese beiden Personen sind. Wir haben einen Schiedsrichter, stelle ich Ihnen jetzt schon mal vor, bitte Luzi, komm nochmal auf die Bühne. Hallo. Ich sage noch schnell vorweg, Luzi ist dafür da, sie wird ausufernde Redebeiträge unserer Diskutanten beschneiden durch einen Trillerpfeifenpfiff. Nach 3 Minuten ist Schluss. Allerdings kann das Publikum sagen, dass es diesen Punkt noch weiter ausgeführt werden möchte. Dann bitte einfach bemerkbar machen. Um 15 Uhr ist Pause, dann gibt es was zu trinken und eine Viertelstunde Pause, dann spielen wir weiter. Luzi wird noch die Spielregeln vorlesen, da erklärt sich dann auch noch, was es mit Zettel und Stift auf sich hat. Ich glaube, wir schauen jetzt aber erst die Clips. Also als Vermögensverwalter bin ich völlig normal sozialisiert worden im Hochkapitalismus mit dem Fuß am Gas und mit den Jahren hat sich aber die Haltung, ob das sinnvoll ist oder nicht, sehr, sehr stark verändert, teilweise auch durch Privates sozusagen angespornt. Eine Scheidung als Bruchlandung hat zum Beispiel dazu geführt, dass ein normaler Lebensverlauf unterbrochen worden war durch ein Sabbatical Year, wo ich sehr viele Reisen gemacht habe in Gegenden, die man sich bei einem Wochenendtrip normalerweise nicht anschaut, ob das Südamerika ist, Nicaragua, Ecuador, ob das Afrika ist oder ehemalige GUS-Länder. Die habe ich halt mit dem Motorrad bereist, Freunde getroffen, Menschen kennengelernt, die mir Probleme geschildert haben, von denen ich bis jetzt aber wirklich null Ahnung gehabt habe. Und letztendlich haben diese Reisen dazu geführt, dass ich mit meinen wohlhabenden und vermögenden Kunden begonnen habe, darüber nachzudenken, ob Vermögen ein Begriff ist, den man nur mit einem großen V schreibt und dann Assets meint, Gelder, Besitztümer, oder ob man Vermögen nicht vielleicht klein schreibt und damit das Verb etwas zu tun Vermögen ansprechen kann. Und ich bin nach wie vor Vermögensberater mit einem kleinen V, weil wir halt Leute mit Mikrofinanz erreichen, die wir dann ins Vermögen setzen, die also quasi etwas an sich selbst verändern können. Und das hat natürlich immer noch was mit Geldverdienen zu tun, aber in einer völlig anderen Tonung und Facette. Ja, ich bin Alex Karschner von N-Company Co. Wir sind eine Gruppe, die sich vor fast 10 Jahren in Frankfurt am Main gegründet hat. Dann waren wir ein paar Jahre in Amsterdam und jetzt sind wir seit 5 Jahren in Berlin, angedockt am Hau, am Hebbel am Ufer. Wir sind eine Art Kollektiv, beziehungsweise wir sagen immer ein kollaboratives Netzwerk, weil wir stehen im Kern aus 3 Leuten und es kommen immer neue Künstlerinnen und Künstler hinzu, die irgendetwas Eigenes mitbringen. Ich habe Theaterwissenschaften studiert in Frankfurt am Main bei Hans-Dies Lehmann und lange Zeit mich mit Heiner Müller beschäftigt und zu meinen Jugendsünden gehört die Teilnahme am Bundestagswahlkampf 98 mit Christoph Schlingensief und der Partei Chance 2000. Wähle dich selbst, wir wissen, wie das geht, war damals der Slogan. Und wir haben einen eigenen Landesverband gegründet und Unterschriften gesammelt, damit man sich selbst wählen kann. Eine der revolutionären Ideen, an die ich heute viel denken muss, von Schlingensief damals, war die Aufforderung, verschenkt euer Geld und rettet so die Marktwirtschaft. Und das wäre sozusagen ein Slogan, den könnte man eigentlich nicht größer plakatieren. Heute, damals klang es absurd, wie absurdes Theater, heute ist das eine vollkommen realpolitische Forderung. Das wäre auch mein Statement zur Krise. Gerichtet an meine alte Heimatstadt Frankfurt, die vor kurzem sich zu einer Polizeistadt gemausert hat, komplett blockiert war. Die Polizei hat also dankenswerterweise den Job übernommen, den Demonstranten machen wollten, nämlich das komplette Bankenviertel lahmgelegt. Und da könnte man das Banner wieder errichten, verschenkt euer Geld und rettet so die Marktwirtschaft, beziehungsweise rettet so Europa, weil so wie das aussieht, ist das nicht mehr lange gewährleistet. Also ich verlese jetzt einmal die Spielregeln. Und zwar, in der ersten Halbzeit werden die Diskutanten aus einer Requisitenbox, die zwischen ihnen steht, nummerierte Bälle ziehen. Die jeweiligen Nummern auf den Bällen verweisen auf Zitate, Fragen und Stichworte, welche für sie im Publikum projiziert und vom Kommentator laut verlesen werden. Dieses zusammengestellte Material zwingt die Diskutanten zu Assoziationen und Statements. Die nummerierten Bälle haben, wie Sie sehen können, bunte Farben oder verschiedene Farben. Weiß verweist auf eine Requisite, die für die beiden Diskutanten gleichwertig ist. Sie müssen unter sich entscheiden, wer zuerst antwortet und wer auf diese Frage dann reagieren darf. Grün verweist auf Requisiten allein für Leopold Seiler, das heißt, er antwortet zuerst. Rot bedeutet, dass Alexander Karschner den Vorrang hat. Und Gold verweist auch auf Requisiten, die innerhalb der ersten Halbzeit auf jeden Fall gezogen werden müssen und kann sowohl an den einen oder den anderen Diskutanten gerichtet sein. Die Bälle werden von beiden Diskutanten abwechselnd gezogen und nachdem ein Ball gezogen wurde, wird das Material für sie im Publikum projiziert und nochmal verlesen. Mit Redebeginn der Diskutanten stoppe ich, die Zeit nach jeweils 3 Minuten wird abgepfiffen. Sollten Sie im Publikum allerdings das Interesse haben, diesen Punkt weiter ausgeführt zu bekommen, wird dies natürlich geschehen, dann bitten wir einfach darum, dass Sie dies einfordern. Genau, und während der ersten Halbzeit diskutieren also nur die Gäste und Sie im Publikum haben die Möglichkeit, Ihre Gedanken und Fragen auf den ausgelegten Karten zu notieren. Da haben wir so leere Zettel hingelegt und Stifte und während der Halbzeitpause werden diese Karten dann eingesammelt von uns, sodass in der zweiten Halbzeit das Material allein aus Publikumsfragen besteht und wieder werden die Diskutanten abwechselnd die Karten ziehen, die Fragen selbst bitte laut vorlesen und natürlich antworten. Und in dieser zweiten Halbzeit wird eine starke Publikumsbeteiligung dankend angenommen, wenn nicht gar erwünscht. Genau, und es bleibt zu Schluss noch festzuhalten, dass dieses Spiel nicht auf Wettkampf, sondern auf Inspiration als Antriebsfeder aufgebaut sind und das strenge Zeitreglement soll halt nur das Publikum vor unnötig langen Ausführungen schützen. Gut. Dann, jetzt gibt es eine kleine Aufwärmrunde vorneweg. Alexander, Sekt oder Selters? Sekt. Leopold? Mach schon. Gut. Österreicher. Alexander, Currywurst oder Käsekreiner? Currywurst. Leopold? Käsekreiner. Leopold, soll oder haben? Beides. Alexander? Woo! Ja. Haben. Leopold, Krise oder Chance? Chance. Krise. Alexander, Sparsamkeit oder Verausgabung? Verausgabung. Sparsamkeit. Leopold, Fußball oder Theater? Wo ist der Unterschied? Fußball. Kinder oder Haustiere? Kinder. Kinder. Theorie oder Praxis? Theoretische Praxis. Praxis. Kreisky oder mühsam? Kreisky. Mühsam. Letzte Frage. Bitte Leopold zuerst. Reform oder Revolution? Revolution. Alexander? Reform. Prost. Prost. Gut, dann können wir das Spiel jetzt beginnen. Jetzt, wer möchte anfangen? Eigentlich gibt es ja noch oder Zahl Platzwahl, aber ihr könnt euch auch einigen. Wer möchte anfangen, eine Kugel zu ziehen? Schere, Stein, Papier. Auch gut. Du. Ich habe die Wahl, du fängst an. Ah, okay. Die Nummer 6. 36. 36. Der Neoliberalismus verwandelt das Reale ins Virtuelle. Liegt die Stärke von Occupy Wall Street darin, dass die Bewegung dieses Instrument umkehrt, sozusagen den 99% wieder ein Gesicht gibt? Ja. Du hast 3 Minuten Zeit, du kannst schon das noch etwas weiter ausführen. Ja gut, zu Occupy Wall Street kann man natürlich eine Menge sagen. Momentan ist ein Freund von mir, meiner Gruppe in der Stadt, eingeladen von der Biennale, der Occupy Museums gegründet hat. Das hat für uns als Theatermacher natürlich viel Sinn gemacht. Also er hat bei uns auch ein Theaterstück mitgespielt und als New Yorker Künstler meint er immer, er weiß, wer die 1% wirklich sind. Weil das immer meine Frage wäre, wer sind denn dann diese 1%? Wer soll das sein? Ich meine, das wären eigentlich die Leute, die seine Kunst kaufen, also die großen Sammler. Und er ist jetzt sozusagen aus seiner Galerie ausgetreten und hat versucht, im Zusammenhang mit Occupy Wall Street Kunst zu machen. Weil er gemeint hat, der Kunstmarkt ist natürlich vollkommen Teil des Problems. Und es gibt sogar Leute, die behaupten, vielleicht sind Kunstwerke werden der neue Goldstandard, weil Kunstwerke das leisten können, was das Gold eben nicht mehr vermag, nämlich absolut originale Werte zu schaffen. Er will sich dem verweigern und für uns war das natürlich als Theatermacher interessant, wie macht man Kunst, wenn man nicht mehr an dem Markt funktionieren will. Er ist den ganzen Sommer über letztes Jahr als Geld verkleidet herumgelaufen und hat seine Aktion genannt Summer of Change, mit dieser schönen Doppeldeutigkeit natürlich von dem Wort, was Obama an die Macht gebracht hat und dem Kleingeld. Und er hat Kleingeld auch verteilt und zwar an Banker in der Wall Street und hat gemeint, die sollen doch einfach mal Geld wieder anfassen. Sie würden ja sonst immer nur am Computer sitzen. Und als dann auf einmal diese Gruppen auftauchten, Occupy Wall Street, fühlt er sich natürlich wie ein Fisch im Wasser. Und so, insofern haben wir das sehr eng mitbekommen. Ich habe so einen Tag vor dem 17. September schon eine E-Mail bekommen, jetzt geht's los. Und keiner hätte gedacht, was das natürlich für eine Welle lostritt, dass ein paar Leute sich versammeln, um die Wall Street zu besetzen. Es ist jetzt übrigens auch das sehr schöne Buch von David Graeber, diesem anarchistischen Anthropologen, erschienen, der als Vordenker von Occupy Wall Street gilt, der geschildert hat, wie es dazu gekommen ist, dass es natürlich ein vollkommen zufälliger Prozess war. Es gab diesen Artikel in Adbuster, Occupy Wall Street, und dann wurde er gefragt von seinen ganzen anarchistischen Kollegen, so, was ist denn da geplant, du schreibst doch für Adbuster. Er hatte keine Ahnung, hat bei der Redaktion angerufen, die haben gemeint, da ist gar nichts geplant, und so kam das dann ins Rollen, dass Leute sich gedacht haben, das ist aber eine gute Idee, also machen wir das doch. Und ich denke, wir werden, der Frühling ist zwar ausgeblieben, der amerikanische Frühling, auf den sie gehofft haben, aber das, was sie in die Welt gesetzt haben, dass also Gruppen von Menschen wirklich so horizontal kommunizieren und versuchen, sich miteinander zu verständigen, das wird, denke ich, bleiben, und der größte Erfolg, wer auch immer die 99% wirklich sind, ja, aber der größte Erfolg ist eben, dass man versucht, so eine direkte Demokratie zu etablieren, wo dann wirklich vielleicht 99% der Leute, die sich da versammeln, sich darüber einig sind, was sie machen, beziehungsweise so lange diskutieren, bis sie sich einig sind. Und das wäre schon ein radikaler Shift in auch oppositioneller Politik. Was mache ich jetzt mit diesem Ball? Den schmeiße ich ins Publikum? Boah, das ne. Möchtest du dazu auch noch was sagen, Leopold? Du musst nicht, kannst aber. Ich würde schon gern was ergänzen. Es ist halt das Problem, in der gesamten Occupy-Bewegung, es ist eine starke Oppositionsrolle da. Und ich merke das zumindest in Wien, wo Occupy-Vertreter bei Veranstaltungen auftreten und dann eine Reaktion hervorrufen, die eher eine Blockade ist. Und ich sitze ja hier auch als Vermögensmanager nicht im dunkelgrauen Anzug, sondern so wie ich mich auch kleide, weil ich auch sagen will als Statement, man muss das System unterminieren. Und wir müssen nicht sozusagen uns gegen das System stellen, sondern wir müssen Verbündete im System sozusagen finden, die das System von innen heraus ohne Megafon verkleidet in dunklen Anzügen beim Herrn Ackermann dezent unterlaufen und verändern. Also die Occupy-Bewegung ist wichtig, aber wie Alex richtig gesagt hat, es gibt diesen amerikanischen Frühling offenbar nicht, also wäre die Unterwanderung des Systems durchaus opportun. Zu dieser Frage würde übrigens mein Gastgeschenk gut passen. Darf ich? Nein, der Experte sagt nein. Weil er das auch so lieb gesagt hat. Okay, gut, dann nicht. Jetzt ziehe ich was. Richtig. Eine goldene müssen wir ja ziehen, oder? Du kannst auch jetzt schon eine goldene ziehen, ja. Ah, 4, ganz schlecht. 35, ah, 32. Ich habe in China gewohnt, die sind so numerologisch. 32. Die 32, ah, bitte. Das geht aber... Wie jetzt? Das geht zuerst an Leopold. Laut Freud ist Geld Kot. Analerotiker beschrieb er 1917 als ordentlich, sparsam und eigensinnig. Werden wir also von Analerotikern regiert? Ja. Ich kenn das. Das ist absolut richtig. Ich meine, zynisch kann man sagen, wir merken es ohnehin, weil es ist im Arsch. Das System ist im Arsch, entschuldige, Kinder weghören, vor allem meins. Aber dieses System ist absolut am Boden und er hat recht, man kann jetzt gar nicht viel mehr die 3 Minuten ausschöpfen. Ich kann jetzt Politiker-Bashing, Hells Angie-Bashing machen und sagen, Angie, weg vom Superkleber. Aber Zynismus ist nicht angebracht, vielleicht willst du dazu mehr sagen. Ja, ich sage gern was dazu, weil wir gerade meine Gruppe gerade auf dem Tempelhof sitzt und das World Freud Center ausgerufen hat. Und da geht es besonders auch ums Geld. Ich denke, dass das Psychoanalyse und Geld ist natürlich ein Riesenthema. Dieser Redefluss der Psychoanalyse funktioniert ja nur dadurch, dass der Geld sozusagen zurückfließt. Insofern auch das funktioniert vollkommen kapitalistisch. Wir haben dem World Freud Center uns jetzt eher damit beschäftigt, über den Zusammenhang der Weltausstellung und Psychoanalyse. Das Ganze ist ja im Rahmen dieser Weltausstellung 2012, die große Weltausstellung auf dem Tempelhof. Und das ganz Interessante war, dass Freud selber eine große Weltausstellung zu sehen bekommen hat, und zwar 1873 in Wien. Und das war ja auch das Jahr vom großen Börsencrash. Und wir versuchen das jetzt alles zusammenzubringen, also die Weltausstellung, den Kolonialismus quasi, der immer einhergeht mit der Weltausstellung, dem Ausstellen von Waren und der Psychoanalyse, und haben gedacht, was ist das, was ist es, ja? Was ist das, ist nicht auch unser Unbewusstes kolonialisiert? Und wir glauben, das Unbewusste ist kolonialisiert worden durch Geld. Wir können das auch beweisen, besonders auf Tempelhof, das will ich jetzt aber noch nicht verraten, sondern euch alle einladen, euch diesen Test zu stellen. Von Donnerstag bis Sonntag ist es noch einmal, es läuft jetzt schon seit 3 Wochen, diese Weltausstellung. Ja, und das Besondere an diesem Zitat von Freud ist ja auch, dass er sagt, dass er auf einen alten Mythos, wir haben uns vorhin über Luzifer unterhalten, ja, er sagt, es gibt ja diese Legende, dass das Geld oder das Gold, was einem der Teufel schenkt, seinen Buhlen, wie er sagt, sich in Dreck verwandelt, wenn er wieder weggeht. Ja, und das erleben wir ja eigentlich gerade. Also der alte Traum der Alchemisten, aus Scheiße Gold zu machen, hat sich quasi umgekehrt. Jetzt wird aus Gold Scheiße und alle sitzen Scheiße beschmiert in der Scheiße. Ja. Und das muss ja irgendwie aufgeklärt werden. Ja. Und das ist die große Frage, wie ist es so weit gekommen, dass sich Geld so eine Eigendynamik entwickelt hat, dass es sich von dem Goldstandard gelöst hat, dass sozusagen dieses Edelmetall, was mal für Geld stand, wie dieses auch irgendwie prädestiniert war, Geld zu sein, dieses Edelmetall, dass man sich davon gelöst hat und Geld diese virtuelle Rolle gespielt hat. Das ist, denke ich, eine offene Frage, die wir jetzt auch in 3 Minuten oder so nicht beantworten können. Aber ich denke, es hat viel damit zu tun, welche Rolle das im Unbewussten spielt. Insofern hilft uns vielleicht die Psychoanalyse und Freud dann doch irgendwie diese dieser Rolle des Geldes auf die Spur zu kommen. Also vielleicht darf ich da noch was ergänzen. Ich glaube, im Jahr 1900, wo Freuds Traumdeutung erschienen ist, gibt es ein viel revolutionäres Buch. Also ich bin jetzt kein Simmel, ne? Die Philosophie des Geldes. Also wenn man mich fragt, was 1900 wirklich am Büchermarkt passiert ist, sage ich Simmel, Philosophie des Geldes, und dann war noch irgendeiner in der Berggasse im 9. Bezirk in Wien mit Spitzbärtchen, der halt zu den Nutten auf der Wienzeile gegangen ist und dort Interviews gemacht hat. Ich finde den gar nicht so wichtig, denn der Philosoph Simmel spricht in der Philosophie des Geldes vom Fetischcharakter des Geldes und erklärt deine Frage indirekt, warum sich Geld eigentlich in unserer Wirtschaft vom Goldstandard lösen musste, ist eine Wahrheit. Es gibt nicht Gold genug für alle. Und wir haben, wenn wir alles geschürfte Gold dieser Welt zusammen addieren, einen Würfel mit der Kantenlänge von 16 Meter vor uns. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also es ist eigentlich nichts. Und in einer Welt, die komplett auf Konsum und ein Es reicht für alle losgeht, reicht dieses physische Gold eben nicht für alle. Und daher müssen wir einen hohen Abstraktionsgrad der Wirtschaft anstreben, um diese Suggestion für alle aufrecht zu erhalten. Und diese Überhöhung aufrechtzuerhalten. Und das führt uns zu einem Fetischcharakter des Geldes, der aber vom Realen weggeht. Und daher ist die erste Frage eben deutlich zu bejahen gewesen. Daher war es die einzige Chance der Neoliberalen, vom Konkreten zum Abstrakten zu gehen, weil es reicht einfach nicht für alle. Und das ist das Schlechte. Die Botschaft muss nicht lauten, du musst mehr haben, sondern du musst dich mit dem begnügen, was da ist. Also es geht um eine Genügsamkeitsdefinition. Sollte übrigens auch übrigens war der ursprüngliche Titel Simmels, sollte die Psychologie des Geldes sein. Mhm. Die beiden haben ja nicht viel voneinander gehalten. Ich glaube, ich habe sich kaum wahrgenommen. Das ist wahrscheinlich genau das, was diese Verbindung, die man jetzt herstellen muss, über 112 Jahre später. Genau vor 100 Jahren, 1912, ist Totem und Tabu erschienen. Das spielt für uns jetzt gerade eine Rolle, denn wie du schon sagst, der Fetisch, es ist natürlich interessant, dass sich sowohl Marx als auch Freud diesen Begriff des Fetischs benutzt haben. Für Freud war das einfach ein Fetisch, ist alles das, was den fehlenden Penis der Frau ersetzt. Ja, also er sagt, es gibt diese Kastrationsangst, diesen Schock, dass die Mutter keinen Penis besitzt. Das wurde natürlich auch von feministischer Seite zu Recht auseinandergenommen. Aber es wurde wieder benutzt, jetzt von der Berliner Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, die ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Der Preis des Geldes, wo sie sagt, da ist was dran an dieser Kastration, Geld kastriert. Sie sagt, dass das altenglische Wort für kastrieren ist to Geld, also wie das deutsche Wort Geld, das ist das Wort für Kastration, und darauf basiert sie mehr oder weniger ihre These, weil sie sagt, Geld hat nur deswegen seine Fruchtbarkeit, ist nur deswegen eine geistige Potenz geworden, weil es eigentlich eine Kastration dem vorweg gegangen ist. Und deswegen gibt es auch diese enge Verbindung zwischen der Kirche, der katholischen Kirche, dem Zölibat und dem Geld. Interessanterweise gibt es ja, wenn wir nicht abgepfiffen werden, dürfen wir das sagen, gibt es von Simmel einen total spannenden Essay, den ich meinen Studenten immer gerne lesen lasse. Da geht es um die Ruine. Und das hat zwar mit Geld auf dem ersten Blick nichts zu tun, aber der Simmel stellt sich die Frage, warum faszinieren uns Dinge, die kaputt sind? Eine Ruine hat ja eher was Romantisches als was Desaströses in unserer Wahrnehmung. Und er sagt, oder kommt zu dem Schluss, dass er, undisziplinierter Wiener, sehr gut. Er kommt zu dem Schluss, dass der Mensch etwas attraktiv findet, wo er genau verorten kann, dass es einmal war und einmal schön war, dass dort Menschen gewohnt haben in einem Environment, in einem Setup und jetzt nicht mehr wohnen können. Uns treibt das schaurige Gefühle über den Rücken, die eher was mit Wohlfühl zu tun haben, wenn etwas war, es schön war, es uns gedient hat und jetzt plötzlich nicht mehr da ist. Und es spielt auch Geld hier eine Rolle, weil wir erleben alle quasi diese Kastrationsängste, etwas zu haben und dann vielleicht riskieren zu müssen. Und bei Geld, also ich sage das immer wieder, der Witz von Kapitalismus besteht ja immer im Ausschluss. Der Gag ist, ich habe die Million und du hast sie nicht. Das ist dieses typische Spiel, dass ihr euch eine abgeschlossene Insel vorstellt und auf dieser abgeschlossenen Insel gibt es einen normal verteilten Wohlstand, da gibt es Arme, da gibt es Reiche, da gibt es einen Mittelbau und dann stellt euch vor, auf dieser Insel gibt es plötzlich die Lotto 6 für jeden gleichzeitig mit der gleichen Summe. Wie verändert sich der Wohlstand? Und die Antwort lautet durchgedacht, ja eigentlich gar nicht. Weil jeder das Gleiche hat. Man kann zwar kurzfristig den Konsum ankurbeln, aber dadurch werden die Preise wieder steigen und das Wohlstandsgefälle bleibt und jemand, der arm war und reich ist, das bleibt alles das Gleiche. Und sozusagen der Ausschlusscharakter des Kapitalismus, du hast das nicht und ich hab's, das macht das aus. Und mein Haben ist ja immer fragil, das ist nicht zeitstabil. Das Haben ist immer im Risiko, die Ruine zu werden und deswegen überhöhen wir es so sehr. Das ist auch ein schöner Text von Simmel. Wir haben noch so viele interessante Fragen, wir müssen jetzt nochmal weitermachen. Ja, zieh. Bist du auch Numerologe? Ja. Okay. Na, nehmen wir mal die 29. Ja, direkt an dich, Alexander. Was hat Schiller mit dem unsichtbaren Komitee und dem kommenden Aufstand zu tun? Ja, das eigentlich gar nichts, aber wir haben das verbunden in unserem letzten Stück, der kommende Aufstand nach Friedrich Schiller. Ja, also der kommende Aufstand ist ja eine französische Schrift, die, glaube ich, die nach den Aufständen in den Banlieues 2005 erschienen ist, nicht wahr? Die erst vor 2, 3 Jahren dann ins Deutsche übersetzt wurde. Sie wurde erstaunlicherweise sehr viel rezipiert, auch vom Feuilleton. Erstaunlicherweise deswegen, weil es ist wirklich eine politische Kampfschrift, die von den Aufstand auch herbeischreiben will. Ich habe es gelesen Anfang 2010 und als ich gelesen habe, dass der Autor davon ausgeht, dass in Nordafrika und der arabischen Welt Aufstände bevorstehen, habe ich gelächelt und habe gedacht, das wäre sehr naiv. Ich weiß nicht, welche Informationen er besitzt, die ich nicht besitze, aber davon sehe ich nichts. Und als es dann der arabische Frühling kam, habe ich dann angefangen, das Buch dann doch nochmal zu lesen. Schiller wiederum war ja ein großer Fan der Französischen Revolution zuerst, nicht wahr? Und hat dann, als der Terror begann, sich wie viele deutsche intellektuelle Schriftsteller dieser Zeit abgewandt. Er hatte ja sogar die fatale Idee, nach Paris zu reisen, um den König zu verteidigen. Das hat er zum Glück nicht gemacht. Er wäre wahrscheinlich nicht wieder zurückgekommen. Aber er hat kurz vor der Französischen Revolution ein Buch geschrieben, mit dem wir gearbeitet haben, weil wir eine deutsch-holländische-belgische Koproduktion gemacht haben. Und zwar hat er das Buch geschrieben, Der Abfall der Niederlande von der spanischen Regierung. Denn für ihn war damals das einzige Beispiel für sein Ideal eines Staates, sein republikanisches Ideal, kamen die Vereinigten Niederlande in Betracht. Heute vergisst man das ja eigentlich, dass die Vereinigten Niederlande waren die erste Republik auf europäischem Boden. Ja, und deswegen hat er dieses Buch geschrieben, heute genau vor 444 Jahren, also 1568, begann der 80-jährige Krieg in Holland, wo sie sich nach 80 Jahren von der spanischen Regierung, also von dem spanischen Weltreich, befreien konnten. Und als Schiller das geschrieben hat, das war also kurz vor der Französischen Revolution, hat er quasi auch einen kommenden Aufstand beschrieben. Deswegen, das war für uns die Rechtfertigung, beides zusammenzubringen. Wir haben ein Stück gemacht, der kommende Aufstand nach Friedrich Schiller, wo wir versucht haben, das beides zu verhandeln, weil auch der Aufstieg der Niederlande als Republik nicht nur auf der Ebene der politischen Ideen wichtig ist für Europa, weil es die erste Republik war, sondern es war auch der Beginn des modernen Kapitalismus. Ja, man kann sagen, das, was das spanische Weltreich wirklich kaputt gemacht hat, waren nicht diese aufständischen Rebellen im Norden, da in dieser flämischen Provinz, sondern der Staatsbankrott. Ja, also Spanien ist 6-mal bankrott gegangen, heute steht ein spanischer Staatsbankrott wieder wie so ein Schatten hinter uns, deswegen dachte mir, das ist doch interessant, vielleicht kann man da was lernen über die ökonomischen Zusammenhänge, die heute wieder interessant sind. Und man muss sagen, das, woran Philipp... Gut. Du, Leopold, möchtest du noch was sagen zu der Frage? Spanien war ein Stichwort, das muss man aufgreifen, weil der Kapitalismus in Europa ja begonnen hat mit einem groß angelegten Raub. Spanien hat in den Kolonien in Südamerika einen wundervollen Berg vorgefunden, bei Potosí, Cerro Rico, der Rote Berg. Man hat den voller Silber gefunden, hat die Einheimischen dort unter unfassbaren Bedingungen unter Tag arbeiten lassen und hat sozusagen Geldmengen, Rohstoffmengen nach Europa verschifft, die fernab jeglicher Vorstellungskraft sind und erst das hat den europäischen kapitalistischen Aufschwung ausgehend von Spanien aus ermöglicht. Und so wie das beim Ring der Nibelungen ist, dass jeder sozusagen Prozess des Aufstiegs mit einem Raub beginnt, wie beim guten Zwerg, war das auch in Spanien so. Und deswegen ist Spanien ein super Stichwort, was eigentlich den Aufstieg Europas betrifft. mit diesem Fetischcharakter. Man hat Leute ausgebeutet und deswegen, so komisch das jetzt klingt für einen Vermögensmanager, ich glaube, wir haben eine wir alle haben eine extreme und ich glaube nicht tilgbare Bringschuld gegenüber der dritten Welt, heute immer noch. Auch wenn das jetzt vielleicht sehr romantisch klingt, wir sitzen alle in diesem tollen Ambiente, weil Generationen vor uns Dinge gemacht haben, die nicht zu rechtfertigen sind. Und so wie es die Stimmen gibt, die über einen Teil des vorigen Jahrhunderts nicht sprechen wollen und sagen, jetzt ist mal genug. Und ich sage, es ist natürlich nicht genug, es kann nie genug sein, muss auch dieser Teil der Geschichte eigentlich aufgearbeitet werden. Und die Kapitalismushistorie an den diversen Wirtschaftsfakultäten blendet diesen Teil komplett aus. Es wird nicht gesagt. Ja, dann noch ein Wort dazu. Unser Stück beginnt das auch mit diesem Berg Potosi, der da spricht. Es ist sehr schön beschrieben worden in dem Buch Die offenen Adern Lateinamerikas von Galeano, dass das war dieser Berg, der war wirklich, hatte auch für die Indios sowas wie eine mythische Bedeutung, denn er war ein perfekt geformter Kegel. Und überall lag das Silber herum. Ja, und dann fängt der Fetisch schon an, dass man den Indios gesagt hat, das dürft ihr nicht anfassen. Mhm. Das wird für die aufgehoben, die von drüben kommen. Die weißen Götter, das waren dann natürlich die Konquistadoren. Es gibt Zahlen, man schätzt bis zu 8 Millionen Indios sind in diesem Bergwerk umgekommen, um dieses Silber zu schürfen. Und die Lateinamerika-Historiker haben immer gesagt, man hätte von dem Silber, also das Silber ist natürlich im Gegensatz zu Gold viel mehr vorhanden, man hat so viel Silber geschürft, man hätte eine Brücke bauen können von diesem Berg bis zu Madrid, zum Königspalast. Und der Berg wurde entdeckt in demselben Jahr, wo Don Carlos geboren ist, 1545, und Don Carlos ist in demselben Jahr gestorben, als der Aufstand, also der Aufstand in den Niederlanden ausgebrochen ist. Das war für uns so ein bisschen die Klammer. Also Don Carlos ist ja mit 23 Jahren gestorben, so wie alle guten Anarchisten. Und die Holländer hatten große Hoffnung darauf, ihn beeinflussen zu können, dass er für ihre Sache, für die Freiheit streitet. Und dieses Scheitern ist natürlich war der Hintergrund für Schillers großes Werk Don Carlos. Bitte Luzi, pfeif nicht, ich möchte noch einen Satz sagen. Und zwar, es ist auch in diesem geschichtlichen sozusagen in dieser Episode, die du jetzt gerade geschildert hast, ist auch der Keim der europäischen Inflation begründet. Ja, genau. Es ist ja auch so eine Geschichte, ich diskutiere gerne mit Studenten und anderen Wirtschaftstreibenden, brauchen wir dieses verdammte Wachstum, um sozusagen die Inflation zurückzuverdienen, oder gibt es diese Inflation in Wirklichkeit bloß, weil wir immer nur nach diesem Wachstum greifen und uns hier nach vorne hangeln? Es hat dieser Silberimport über Spanien in Europa plötzlich einen Ansprung des vermeintlichen Wohlstands bewirkt, sodass die Leute einfach mehr Dinge nachfragen konnten, als sie eigentlich gebraucht haben. Wir haben uns von der sogenannten, wie ich immer sage, biologischen Wachstumskurve entfernt. Bio-logisch, also Leben und Verstand, haben sich voneinander komplett getrennt und die Leute haben etwas sozusagen gemacht, was dann später Thorsten Weblein in seinem Buch Die Theorie der feinen Leute als Conspicuous Consumption beschrieben hat, sprich Geltungskonsum. Die haben sich Scheiße gekauft, die sie überhaupt gar nicht gebraucht haben. Und damit explodieren plötzlich die Preise. Denn wenn man sich beispielsweise Lebensmittelpreise in den 300 Jahren vor diesem Silberimport anschaut, kommt man zu dieser absonderlichen Wahrheit, dass der Brotpreis in Europa 350 Jahre völlig gleich war. Sprich, es gab keine Inflation. Wenn ich sage keine, meine ich nicht eine kleine, sondern keine. Und plötzlich ging es los. Genau das hat uns fasziniert, auch bei dem Stück, dass man sagen kann, genau, die Inflation kam durch dieses Silber. Also der Fluch, der quasi mit diesem Raub einherging, war die Inflation in Europa. Es gibt dazu jede Menge, eine ganze Bibliothek an Büchern, man nennt das ja die Preisrevolution des 16. Jahrhunderts. Das Leben der Menschen in ganz Europa hat sich 300-fach oder so verteuert. Genau. Also das, was dort geraubt wurde, hat eigentlich auch zu Elend und Misere in Europa ein Doppelelend hervorgerufen. Es gab dann natürlich auch immer wieder diese Vergleiche, wenn Hungersnöte in Irland war, hat man von den Iren als die Indianer Europas gesprochen oder so. Also seit diesem Kontakt gibt es eigentlich auch diesen Austausch an Elend. Und da ihr demnächst Portugal als Land nehmen wollt, auch ganz interessant ist natürlich, wie sich die verschiedenen Welthandelsströme entwickelt haben. Also Spanien war das dominante Weltreich, die haben sich direkt das Gold und das Silber geholt und haben es hierher verpflanzt und gedacht, jetzt sind sie reich. Die Holländer haben eigentlich es viel schlauer gemacht, und zwar haben sie das von den Portugiesen abgeschaut. Die haben sich nämlich den Dreieckshandel abgeschaut und gesagt, wir holen uns nicht direkt das Gold, sondern wir holen uns hier die Gewürze, die verkaufen wir und dann holen wir uns da drüben. Am Ende haben sich dann irgendwann noch die Sklaven geholt, dann war der Dreieckshandel perfekt, aber eigentlich haben sie dieses wahre Geld, wahre Dreieck begründet, was auch heute noch dem Welthandel zugrunde liegt. Wobei man auch Werbung machen muss, den Sklavenhandel haben ja in Wirklichkeit erst die Briten groß aufgezogen. Da gab es das Gebrüderpaar, das ihr vielleicht noch kennt vom Namen, das Gebrüderpaar Barclays, und wie man keine Schwarzen mehr gefunden hat, hat man eine Bank gegründet, die Barclays Bank. Also, böse Beginn. Wer zieht? Du, Leopold, oder? Zwei. Nein, blöd. Ja, 22. Stichwort Ratingagenturen. Warum werden die USA trotz immenser Staatsverschuldung nicht herabgestuft? Leopold, die geht an dich, die Frage. Derjenige, der herabstufen soll, ist ja Amerika. Niemand bewertet sich selbst schlecht. Amerika ist sozusagen gleichzeitig Lehrer und Schüler. Und wenn du dir deine eigenen Zensuren stellst, dann wirst du die nicht schlecht machen. Faktum ist, dass die Ratingagenturen ganz massiv amerikalastig dominiert sind und man hier diese Wahrnehmungsverzerrung einfach nicht auflösen möchte. Es gibt die letzten Jahre eine große Diskussion, braucht Europa eine eigene Ratingagentur? Wir haben in Wien auf YouTube verfügbar ein recht langes Gespräch zu diesem Thema aufgezeichnet und es ist sehr, sehr indifferent. Man argumentiert, es gibt ja eine Ratingagentur Fitch, wo die Franzosen einen sehr hohen Beteiligungsanteil halten. Also es gäbe ja angeblich ohnehin eine europäische Ratingagentur. Allerdings halte ich das für ein Gerücht, weil die meisten Ratingagenturen immer noch über diverse Konzernverflechtungen in amerikanischer Hand sind. Also die kurze Antwort auf diese Frage lautet, niemand macht sein eigenes Nest schmutzig, und diese ganze Rating-Thematik geht ja in eine ganz andere Richtung, die noch viel desaströser ist, weil wenn wir quasi von Herabstufung sprechen und von der Etablierung der gesamten Wahrheit, dann kommen wir ja in ein Prozentgerangel hinein, das wahrscheinlich die meisten hier schauern lässt, wenn ihr es nicht kennt. Nehmen wir zum Beispiel innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika den potentesten Teil heraus, das ist der Staat Kalifornien, wo unglaubliche Wertschöpfung entsteht, Stichwort Silicon Valley. Kalifornien, wie wir wissen, schrammt seit Jahren permanent am Staatsbankrott vorbei, obwohl Kalifornien für sich genommen die 6. bzw. je nach Zählart 7. größte Volksökonomie der Welt ist. Arnold Schwarzenegger hat es nur mit einigen Taschenspielertricks geschafft, den Staatsbankrott tatsächlich zu vermeiden. Aber jetzt kommt der Witz. Kalifornien, wenn wir Maastricht-Kriterien an Kalifornien anlegen, ist Kalifornien aktuell mit 110% des Bruttosozialprodukts verschuldet. Also kann Griechenland ja beinahe die Hand geben. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, denn Kalifornien hat einem Taschenspielertrick von Alan Greenspan zu verdanken, dass es besser dasteht, als es eigentlich ist, weil nach der amerikanischen Rechnung die Rentenansprüche gar nicht in die Schulden mit eingerechnet und rein bilanziert werden müssten. Und müsste man das, was man Rentnern, gut verdienenden Managern in den nächsten 20 Jahren an Renten auszahlt, auch einbilanzieren, hätte heute Kalifornien eine Staatsverschuldung von 400% des Bruttosozialprodukts. Das bedeutet, man weiß in Amerika nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher, dass Amerika ganz sicherlich seine Schulden nicht einmal in irgendeiner Zeit zurückbezahlen können kann. Und in diesem Wissen ist es ganz klar, dass man die Realität verweigert. Möchtest du auch noch was sagen dazu? Ja, ich fand das interessant. David Graeber auch darüber in seinem neuen Buch schreibt und ich auch sofort die Assoziation hatte, eigentlich sind die USA ja Griechenland. Das sind so wie die Antipoden. Das läuft ja eigentlich genauso. Auch, dass sie alle Güter importieren, fast nichts mehr exportieren. Die Griechen... Nur die Griechen sind halt in der entgegengesetzten Position. Was Griechenland zu Boden drückt, ist das, was die USA eigentlich nach oben drückt. Ja, dass sie eigentlich alle billigen, vor allem aus China, die billigen Produkte importieren. Dafür kaufen sich die Chinesen die Dollars oder horten die Dollars. Und in dieser Relation wäre Deutschland quasi China hier in Europa, die Märkte überfluten mit den Produkten und das Bilanzüberschuss produzieren, während Griechenland eben wie die USA hochverschuldet sind. Nur sie haben eben auch keine Militärmacht wie die USA, die eigentlich dafür sorgt, dass ihre eigene Währung immer noch die Leitwährung ist. Das ist das, was ich sehr gut fand, wie Graeber das ausführt, dass natürlich auch damals die Inflation im 16. Jahrhundert nur vor dem Hintergrund von der militärischen Stärke Spaniens zu verstehen ist und er immer darauf pocht, dass man die ökonomischen Prozesse nicht losgelöst betrachten soll von den realen Machtverhältnissen. Ja, nur weil Spanien eben die Armada losschicken konnte und jeden dazu zwingen konnte, die Märkte zu öffnen, konnten sie diese dominante Macht bleiben. Und heute wird der Glaube an die USA oder an die Dollar natürlich auch gestützt von der militärischen Macht, über die USA verfügen. Also dass dieser Glaube an die Währung hat natürlich Glaube ans Geld hat eine religiöse Dimension. Das ist auf alle Fälle klar. Benjamin. Aber diese religiöse Dimension, es gibt genug Agnostiker, wird immer abgestützt, auch durch reale Machtverhältnisse. In letzter Konsequenz liegt das aber auch daran, dass der Flugzeugträger weniger stark ist wie die Druckerpresse. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das einzige Land der Welt, das quasi in der eigenen Heimatwährung wirklich verschuldet ist. Und hast du großartige Probleme, dann wandelst du 100 Festmeter guten amerikanischen Holzes mit grüner Farbe in Greenbacks um und schreibst drauf, in God we trust. Das machst du und inflationierst. Und deswegen haben ja die Chinesen sehr, sehr zynisch in den letzten Jahren immer mit Amerika kommuniziert, so quasi... wir liefern euch wertlose Produkte und ihr bezahlt uns in wertlosem Geld, und shiften jetzt aber um, weil Beijing hat verlautbart, in den nächsten 3 Jahren ein Drittel der Devisenreserven in der Größenordnung von 1.600 Milliarden Dollar weg vom Dollar in andere Währungen zu transferieren. Da wird Euro wahrscheinlich immer noch ein Thema sein, aber andere auch. Also der Dollar ist wahrscheinlich schon stärker gefährdet, als wir uns das vielleicht alle denken. Ja... hebe ich mir auf. Wer zieht? Ich habe jetzt. Du. Nein, ich habe das so gemacht. Das hast du. Dann Gold sollen wir unbedingt ziehen, ne? Dann mach ich das genau, mal. Zieh doch mal eine goldene. Nehme ich die. 24. Super. 24. Ist auch an dich. Oh, nee, ist auch erstmal an Leopold, bitte. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Du hast es ja vorhin. Eine Lappalie. Es ist eine Lappalie, also die Gründung einer Bank. Letztendlich ist das Banksystem halt auf dem großen Schwindel angelegt, dass hier Hebel aufgebaut werden. Ich will jetzt nicht Finanztechnik konstruieren, aber wir haben in Europa durch die Mindestreserven, die Banken halten müssen, einfach ein komplett abstrahiertes Verhältnis zur Wirtschaft. Weil wenn ihr euch überlegt, dass die meisten Banken nicht mal 8% dessen, was auf eurem Sparkonto am Papier steht, tatsächlich in Realita haben, gehen wir halt ganz weit am Zweck vorbei. Ursprünglich hat das ganz anders funktioniert. Da war die Gründung einer Bank einfach nur wenigen sehr wohlhabenden Menschen erlaubt, einer Familie Rothschild oder wem auch immer, wie unethisch sie vielleicht selbst auch zum Kapital, das sie dann verborgt haben, gekommen sind. Aber Bankgeschäft hat so funktioniert, ich besitze 100 Geldeinheiten, setze mich dann hin und kann diese 100 Geldeinheiten heute verborgen. Das liegt daran, dass ich sie habe. Heute funktioniert das anders. Heute setze ich mich hin und setze mich mit den 100 Geldeinheiten her und hebel die zigfach hoch, sodass ich ein 20-faches oder ein 30-faches dieser Summe verborgen kann, die sozusagen Returns dieser abstrakten Investitionen bekomme, aber dem nichts mehr gegenübersteht. Und dann reicht es schon, wenn ein kleiner Blattfall letztendlich das System anstupst und alles kollabiert. Also die Banken, wie wir sie heute in Europa haben, also als Universalbankensystem, wo Investments und tatsächlich Kreditgeschäft gekoppelt sind ein absolutes Verbrechen, auch aus der Sicht des Vermögensmanagers, weil es einfach für unglaubliche Aufruhr im System, für Strukturverwerfungen sorgt. Und wir haben in Amerika vor knapp 30 Jahren noch ein Trennbankensystem gehabt, das auch in Europa so kopiert worden ist. Und der Glass-Steagall Act hat letztendlich dazu geführt, dass man diese Banksysteme dann zusammengeführt hat und den Amerikanern der Freibrief gegeben worden ist, mit dem Sparkapital ihrer Kunden zu zocken. Dieser Freibrief zu zocken, dieser Zug zum liberalen Gedankengut, der macht die Bank eigentlich schlecht. Also ein Banker ist nicht per se schlecht, weil der verborgt einfach das, was er hat. Aber wenn er mehr verborgt, als er hat, dann ist das System einfach komplett falsch aufgesetzt. Und was Brecht da gesagt hat, ist einfach revolutionär und frühzeitig trifft es komplett ins Schwarze, was wir halt heute sehen. Und in Europa kann ein Weg aus der Krise aus meiner Sicht der sein, dass man ein ganz striktes und nicht verhandelbares Trennbankensystem einführt. Wenn Leute glauben, sie müssen quasi Investmentbanking betreiben, dann sollen sie das tun mit ihrer eigenen Knete und mit der Knete der Kunden, aber nicht mit dem, was Leute, die im Kerngeschäft gar keinen Tauler haben, dass sie da quasi mitgezogen werden. Das wäre zu trennen, und das ist in Europa nach wie vor nicht der Fall. Nach wie vor alles in einem Topf. Ackermann zockt mit eurem Geld, macht diesen und geht. Ja, Alex, du hast dich ja auch viel mit Brecht beschäftigt. Was sagst du noch dazu? Ja, Brecht hat natürlich fast mit allem recht, was er sagt. Aber der Satz ist natürlich, wird gern zitiert. Ich glaube, das wäre das vielleicht auch der letzte Satz, der von Brecht blieb, auch wenn alles andere vergessen wurde. Mir fällt dazu nur direkt ein, dass ich sehr schön die Formulierung fand in diesem kleinen Büchlein von den Gebrüdern Heidenreich, die das Buch Mehr Geld geschrieben haben, dass sie sagten, der Verstaatlichung der Banken ging eigentlich schon lange die Verbankung der Staaten voraus. Und das auch gerade an diesem Zeitraum, der uns jetzt interessierte, im 16. Jahrhundert festgemacht haben, gesagt haben, es war kein Zufall, dass Kolumbus aus Genua kam. Die Genuesen waren damals die größten Banker und sie haben einfach nach Abenteurern gesucht und nach Staaten oder Königen gesucht, die solche Flotten dann ausrüsten. Und es gab schon vor Kolumbus 2 Expeditionen, von denen niemand wieder was gehört hat. Und so wäre das doch eigentlich heute noch, dass eigentlich sich das Geld Staaten sucht für ihre Interessen. Mich würde natürlich von dir als Vermögensverwalter interessieren, dass man sagt, die Banken halten ja aber auch nur das Geld, was sie von irgendwelchen vermögenden Leuten haben. Also stehen ja eigentlich, hinter den Banken steht sozusagen das Vermögen erstmal. Sie können ja, insofern sind die Banken ja auch nur Mittelsmänner. Ja, also Hannah Arendt, wo alle schuld sind, ist es keiner, und sozusagen die Banken generell mit Schuld zu beladen, das ist eher weniger sinnvoll. In Wirklichkeit sitzen da auch sehr viele ganz normale Familienväter, die vom System getrieben werden, ein Salär bekommen, das jetzt gar nicht so extrem aufregend ist und sich trotzdem Kraft ihrer Visitenkarte benehmen müssen wie ein Arschloch. Also sie sind Mitläufer, und das System ist vielleicht... Es ist gar nicht so leicht, da jetzt zu bashen und denjenigen zu finden, auf den man jetzt hinknüppeln muss. Aber der Gesetzgeber ist letztendlich derjenige, auf den hinzuknüppeln ist, weil die Banken als Mittelsmänner eben nicht nur verborgen, was ihnen ihre reichen Klienten anvertrauen, sondern durch dieses Hebelbanksystem selbst Geld schaffen. In unserem Terminus technicus heißt das ex nihilo, sprich aus dem Nichts kommt plötzlich Geld, das verborgt wird, und genau das ist das Problem. Und theoretisch müsste ein Banker sozusagen mit Nerv auch sagen, ich stehe hier nicht mehr zur Verfügung. Und es gibt ja auch Banken, die das nicht tun. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber in Deutschland gibt es deren mehr wie in Österreich, die dann auch wirklich komplett sagen, du gibst mir dein Geld auf dem Sparbuch und ich sage dir aber, was damit passiert, und du kannst da auch mitsprechen, und du willst ein Windpark-Sparbuch oder ein Kindergartensparbuch, wo Bildungseinrichtungen etc. finanziert werden. Sowas brauchen wir wieder. Also eine direkte Zurechnung von dem, was mit deinem Geld passiert. Und da glaube ich auch, dass sehr viele Leute, die selbst einfach nur Bankkunden sind, auch gar nicht die braven Lämpchen und die Schäfchen sind, sondern in Wirklichkeit auch mitschuldig sind, weil wenn du heute Geld zu deiner Bank trägst und nicht fragst, was die damit machen, dann vergönne ich dir, dass du es verlierst und deine Bank die erste ist, die in Konkurs geht. Und das finde ich ja so klasse. Es gibt ja überhaupt aus meiner Sicht nichts, was systemrelevant ist. Als Kapitalist darf man hier mit Darwin argumentieren und sagen, Survival of the Fittest. Und wenn du nicht dazugehörst, musst du gehen, auch als Bank. Und als Kunde dann in die Kröte oder die Zitrone beißen und sagen, hätte ich bloß vorher gefragt und wäre nicht zum Ackermann gegangen, sondern zu GLS oder wem auch immer. Auch selber schuld. Ja, die meisten wollen dann geschützt werden. Ich bin ja so arm. Sie noch eine Frage? Ja. Was waren nochmal diese weißen Fragen? Die gehen an euch beide gleichwertig, dann müsst ihr euch dann erst einig werden. 15. Die 15. Müsst ihr dann entscheiden, wer zuerst was sagt. Gibt es eine Frage, gibt es Parallelen zwischen der jetzigen Situation und den 20er und 30er Jahren? Also ganz wenige. Ganz wenige. In den 30er Jahren hat die Krise damit begonnen, dass es zuerst wie bei einem Fußballspiel in 2 Akten funktioniert hat, in 2 Halbzeiten. Die Weltwirtschaftskrise hat, und ihr müsst jetzt selbst beurteilen, wie ähnlich das ist, hat zuerst mit einem großen Preisverfall am amerikanischen Kapitalmarkt begonnen. Teil 1. Teil 2 war, darum darf da ein Österreicher gleich die Stimme erheben, eine Konkurswelle der Banken in Europa, beginnend mit der österreichischen Kreditanstalt, gefolgt von einer deutschen Bank, der größten damals in Deutschland. Und das Problem war, Kapitalmarktverwerfung in den USA, hatten wir damals, haben wir es heute, 2008 natürlich, und dann die Bankenkrise in Europa, damals wie heute. Gibt es Parallelen? Man könnte hinschreiben, es ist ident. Es ist völlig ident, was passiert. Und ich persönlich befürchte, dass es leider auch ganz genau so enden wird. Wir steuern auf eine unfassbare Krise zu. Und ich bin ein absoluter Gegner davon, dass man alles herunterspielt und den Leuten Beruhigungspillen in kleinen Döschen ausgibt und sagt, es ist heute ganz anders, es ist ein Text, ein Buch erschienen, this time it is different. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Parallelen zu evident sind. Und wir merken auch, was Anfang der 30er Jahre in Europa passiert ist, merken wir leider Gottes auch auf der politischen Bühne in Europa. Wir haben einen Rechtsruck fast überall. Als Österreicher muss ich euch erzählen, wir haben in Österreich diverse Wirtschaftsforen, die veranstaltet werden, die mit einer direkten Rechtslastigkeit argumentieren, die unfassbar ist, die wirklich ganz unfassbar ist, wo Leute tatsächlich argumentieren, dass die Verschuldenskrise in Europa heute mit einem ausufernden Sozialstaat zu tun haben und dass es jetzt ganz rasch an der Zeit ist, alle Unterstützungen für Familien, für Mütter, für Arbeitslose etc. sofort zu streichen, weil die eigentlich schuld sind am Dilemma. Und man argumentiert das auch sozusagen ausländerlastig, man muss die alle ausdrängen. Also das ist ident und wir haben das leider Gottes als Rechtsruck in Europa auch Anfang der 30er Jahre auch gehabt. Ich würde nicht denken, dass es einen Weltkrieg nach sich zieht, was wir jetzt haben, weil Europa Gott sei Dank aus dem Zweiten Weltkrieg insofern gelernt hat, dass wir sehr, sehr stark entmilitarisiert sind. Aber letztendlich haben wir einen Rechtsruck in der Gesellschaft, der, was weiß ich, wohin führt, ich will es mir gar nicht ausmalen, aber wir haben eine extrem parallele, fast deckungsgleiche Situation, das muss man mal ganz direkt sagen, wir steuern da wirklich auf eine Katastrophe zu. Und Krise, Entschuldigung, bei diesem Wordrap, Krise oder Chance war da, das Wort Krisis ist ja auch interessant, dass es ein griechisches Wort ist aus der Medizin. Krisis bedeutet, der Patient ist sozusagen am Scheideweg und der ist entweder tot oder es wird besser. Und wir haben jetzt eine Krise, weil dieses System, und darum habe ich auch mit Revolution dann bei einem anderen Word-Rap-Teil geantwortet, es geht nicht mit Reform. Reform heißt quasi eine bisschen Rückabwickelung des bestehenden Systems und das System ist falsch. Können wir jetzt noch stundenlang reden, weil der Zins ist falsch. Als Vermögensverwalter argumentiere ich auch, dass Zinsen an und für sich schlecht sind. Ich will nicht, dass Geld Zinsen bringt, ich will das Gegenteil. Aber vielleicht haben wir das später noch Gelegenheit, bevor du pfeifst. Möchtest du vielleicht auch noch zu den gesellschaftlichen Zusammenhängen noch? Ja gut, ich würde sagen, natürlich ein großer... Trinkst du noch einen? Ja, bitte. Schon. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass 1929 gab es natürlich ein anderes Lager, was in der Zeit sehr erfolgreich war. Das war die Sowjetunion, ja? Die damals eigentlich Wirtschaftswachstum aufzuweisen hatten, der die westlichen Mächte von Neid hat erblassen lassen und deswegen aber auch Druck ausgeübt hat, irgendeine Art von Lösung zu finden. Insofern waren diese ganzen Programme auf Keynes beruhend oder der New Deal in den USA war natürlich auch eine Reaktion darauf, dass man diese Alternative abwehren wollte. Das gibt es heute nicht. Es gibt sozusagen auch nicht diesen Druck. Es gibt vielleicht China, aber China ist ja eigentlich jetzt schon Vorbild für viele auch rechtslastige wirtschaftliche Denkfabriken, die sagen, das ist doch super, keine Gewerkschaften und so. Genauso wollen wir das auch haben. Kapitalismus funktioniert auch ohne Demokratie. Das machen wir jetzt auch so. Insofern ist das jetzt nicht vergleichbar. Das andere ist natürlich, dass diejenigen, die bereit standen, auf die Krise zu reagieren, waren dann auch eher autoritär strukturierte Gruppen. Also die kommunistischen Parteien damals auch schon in Deutschland waren damals schon längst auf Linie gebracht, waren eigentlich eine Verlängerung der sowjetischen, sprich russischen Außenpolitik. Es gab die eigenen Köpfe, waren schon lange weg, wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, die waren ja auch zuvor in Deutschland ermordet worden. Seitdem war auch die KPD zum Beispiel einfach kopflos, muss man sagen. Heute gibt es diese Kräfte so nicht, es gibt dafür aber diese neue Bewegung, diesen anarchistischen Zirkus, den wir in den USA jetzt gesehen haben. Ich finde das eigentlich eine interessante Situation. Es ist, auf alle Fälle werden die Karten dann neu gemischt. Und es gibt natürlich auch in diesem Gebiet der oppositionellen Kräfte immer diesen Kampf zwischen diesen autoritären Lösungen, Kadergruppen, die ihr eigenes Süppchen kochen und versuchen, sich an die Spitze zu setzen. Und es gibt eben jetzt offensichtlich auch andere Kräfte, die das nicht wollen, sondern die sagen, wir lösen das eher in einem Konsensprinzip. Wir müssen andere Mittel und Wege finden. Und der Weg ist schon das Ziel und nicht erst, wenn unsere Partei sich durchgesetzt hat, werden wir alles ändern, sondern wir verändern uns schon, während wir diesen Weg beschreiten. Das ist für mich ein großer Unterschied zu der Situation damals. Zieh noch einer. Ja, das war doch schön, wir beide zusammen, dann machen wir doch gleich nochmal 14. Macht sich die Krise in deinem eigenen Leben bemerkbar? Wer möchte anfangen? Ja, also ich würde sagen, schon. Also allein dieses, ich würde schon sagen, dass es so eine Art Krisengefühl gibt, was sich so ins Leben einschleicht. Natürlich, was sich verschärfende Sorgen auch so um die prekären Verhältnisse, gerade wenn man als Künstler arbeitet, als kulturell Produzierender, weiß man, man ist eigentlich relativ schutzlos. Man sieht, dass Künstlerinnen relativ schnell zu Sündenböcken oder erklärt werden, die man auch gerne wegrationalisiert in Holland, wo wir gerade unser Stück gemacht haben. Wir haben dieses Stück auch vor diesem Hintergrund gemacht, dass in Holland jetzt Kürzungen im kulturellen Gebiet beschlossen wurden, die absolut apokalyptisch sind. Also die Hälfte der Mittel für Theater und so ist einfach jetzt mal weggestrichen worden, und vor allem für die freien Produktionszusammenhänge. Holland, muss man dazu sagen, war ja immer vorbildlich für uns aus Deutschland in der Perspektive, die seit den letzten 40 Jahren auch freiere Produktionszusammenhänge gefördert haben. Ja? Also das Geld ging immer nicht nur an Institutionen und also dieses Stadttheater wie hier in Deutschland, sondern eben auch direkt an Künstler, an Kollektive, an künstlerische Strukturen. Das wird jetzt alles radikal abgeschafft gerade, und mit der Begründung, das müsste so sein wegen der Krise, obwohl Holland ja auch eines der Länder ist, die eigentlich super dastehen, ja? Die eigentlich noch Krisenprofiteure sind. Aber natürlich wird die Krise immer gerne auch benutzt, um Politik zu machen. Ja, in unserem Obststeinstück zitieren wir einen Satz aus der Kommende Aufstand: Die Krise ist eine Art zu regieren, die Macht weiß es, wir auch, wir werden nicht noch einmal bei Null anfangen. Das war für uns auch so die Quintessenz aus diesem Stück. Man muss sich also als Künstler, Künstlerin auch überlegen, welche Strategien man hat, und man muss sich zwangsläufig politisieren. Das passiert halt jetzt auch in Holland. Da gab es eine absolute Entpolitisierung der Künstler und jetzt eine plötzliche, schockhafte Repolitisierung, die dann auch sehr naiv und kopflos erstmal passiert ist. Man muss sehen, was daraus dann werden wird. Ja, also man muss sagen, es wurde regelrecht Kampagnen gefahren gegen Künstler. Also es war nicht nur so, man sagt, wir nehmen euch jetzt das Geld weg, sondern es wurde wirklich die Künstler wurden beschimpft. Also wir haben eine ganze Liste an holländischen Wörtern gemacht. Das noch netteste war Subventionsschlucker. Ja, also so wie der Subventionsfresser, wie der Benzinfresser, wie das Auto, wie das große Auto das Benzin frisst. Und als wir dort gearbeitet haben, haben wir erlebt, dass uns ein deutscher Kollege erzählt hat, dass er gerade Straßentheater gemacht hat für Kinder, ist als Giraffe über die Straße, die Kinder haben gelacht, fanden es toll, und plötzlich fragten kleine Kinder, kriegt ihr dafür Subventionen? Und Holland war ja schon immer irgendwie uns voraus, und ich fürchte fast, das haben wir irgendwie auch zu erwarten in der einen oder anderen Form. Macht es sich in deinem Leben auch bemerkbar, Leopold? Mhm, positiv. Ja, das meine ich jetzt nicht zynisch. Seit vielen Jahren versuchen wir, Leute dazu zu kriegen, was für andere zu tun. Und Vermögensberater betreuen vermögende Menschen. Und seit vielen Jahren versuchen wir, die halt irgendwie anzustupsen und zu sagen, schau mal da, das könntest du auch machen, das könntest du auch unterstützen. In dem Intro-Video habe ich von meinem Wortspiel auch erzählt, dass man Vermögen mit einem großen V schreiben kann, dann meint man halt Knete oder Assets, also all das, was du hast, oder Vermögen als tun können, als Verbum. Und wir haben halt immer versucht, unsere Leute dazu anzustiften, mit dem Vermögen etwas zu tun. Und nicht immer sind Vermögende vermögend. Also ich kenne wahnsinnig viele reiche Leute, die haben überhaupt keinen Plan, was die damit machen können. Und seit vielen Jahren versuchen wir das zu ändern. Das Tolle ist, es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Aber jetzt schon. Weil die Leute sagen, aha, jetzt stößt das System an Grenzen, was gibt es sonst noch? Gibt es vielleicht andere Systeme? Und die gibt es selbstverständlich. Ich will jetzt nicht so viel Werbung machen, aber es gibt genügend andere Geldsysteme, die sehr gut funktionieren. Und das sind Geldsysteme, die andere mitnehmen. Und insofern macht sich die Krise quasi als Verstärker unserer Argumentation sehr positiv bemerkbar, dass Leute mir plötzlich zuhören und sagen, aha, jetzt erzähl mal, was du da vor 5 Jahren schon mal abgelassen hast und was dir keine Sau geglaubt hat, erzähl das nochmal. Also wir kriegen jetzt Geld für Dinge, für die wir vor 5 Jahren überhaupt gar kein Geld bekommen haben, und insofern ist die Krise, das bitte nicht zynisch zu interpretieren, ein positiver Katalysator für diejenigen ist, die quasi den Erlagschein von mir bekommen können, wirklich was zu tun, und sie tun es auch. Also die Bereitschaft steigt, auf andere zu schauen, das Vermögen klein zu schreiben. Ich befürchte nur eines auch, es wird so lange dauern, um diese Leute alle zu erreichen und umzustimmen. Und darum habe ich auch in meinem Einleitungsstatement zu Occupy Wall Street gesagt, quasi dieses in Opposition gehen ist zwar nett und sehr aktionistisch und macht irgendwie Stimmung und kriegt die meisten YouTube-Klicks und Facebook und gefällt mir, aber es wäre viel cooler, wenn wir es schaffen, das System zu unterminieren. Und es wäre toll, wenn da quasi irgendwie Banker in Bermuda-Shorts sitzen, sich nicht zu erkennen geben und zu sagen, jetzt schaue ich mir das auch mal an und am Montag mache ich es dann vielleicht um 3% oder um 1% anders. Wenn jeder von denen das nur um 1% anders macht, tut sich in einem Jahr auch schon einiges. Also mal sehen. Also positiv. Du jetzt muss ich was ziehen. Ja. Du gleich, Luzi. 35. 35? Das haben wir ja gerade. Jetzt ist es noch nicht. Also eben. Ist das nice, das Land. Kann man, da kannst du ruhig anfangen, Alexander, kann man sagen, dass nach den relativen Erfolgen der sozialen Bewegung in den letzten Jahrzehnten nun die globale Ungerechtigkeit des Systems sichtbarer wird, dass der Protest sich nun quasi bis ans Skelett, also an die Systemfrage wagt? Das könnte man unter Umständen schon sagen. Also ich würde sagen, also man sieht das an dem schon oft jetzt von mir zitierten David Graeber, der kommt aus diesem Global Justice Movement. Und man kann sagen, dass so ein gewisser Peak war schon 1999, 2000. Ja? Also dass man sagen kann, da war eigentlich, waren alle Fragen schon auf dem Tapet, dass als Seattle blockiert wurde und das hatte schon hat die ersten Schockwellen ausgelöst. Dann kam natürlich der 11. September 2001, das hat das wirklich alles wieder um ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Mir kommt das oft so vor, als würden dann 10 Jahre später jetzt mit letzten Herbst die einsetzenden Bewegungen da wieder versuchen anzuknüpfen, diesmal aber auf breiterer Grundlage. Ja, und ich denke schon, dass man um die Systemfrage jetzt nicht mehr rumkommen wird. Ja, ich glaube, dass die Krise so tief geht, dass sich dann schon die Frage stellt, was jetzt eigentlich, wie wir eigentlich leben wollen. Ich glaube, dass die Spielräume verdammt eng werden. Auch solche Vorstellungen wie New Green Deal oder sowas, was immer gebracht wird oder so. Ich glaube, dafür reicht der Spielraum einfach nicht mehr. Ich fürchte aber, dass die Gegenkräfte relativ stark sind. Du hast es schon erwähnt, ne? Diesen Rechtsruck, der ist, man muss ja auch sagen, dadurch, dass wir alle auf Griechenland fixiert sind, ist etwas aus dem Blickwinkel geraten, was uns sonst vielleicht viel mehr beschäftigen würde. Das ist die Verhältnisse in Ungarn. Die sind krass, also das ist schon, könnte eigentlich mehr oder weniger von semi-faschistischen Regimen sprechen und die haben auch ihre Antworten auf die Krisen. Ja? Das sind alte Rezepte, die gerade in Deutschland mal sehr massiv angewandt wurden, dann werden diese Stichwörter jetzt wieder recycelt. Ist auch verblüffend, mit welcher Vehemenz das in Griechenland geschieht, von diesen goldenen Morgenröte, die ja immerhin 7% bekommen haben. Das sind keine Rechtspopulisten mehr, das sind echte, richtige Hardcore-Nazis, offene Nazis, die den Begriff nationaler Sozialismus positiv wieder verwenden, die völkisches Gedankengut mitbringen und die ganz massiv auf terroristische Art und Weise gegen Migranten und Ausländer vorgehen. Ich fürchte, dass die immer einen Schritt uns voraus sind und dass diese Konzepte relativ schnell zu aktivieren sind. Insofern, ja. Jawohl. Es muss die Systemfrage gestellt werden und es hat auch irgendwo eine Korrelation zwischen den Erfolgen der letzten Jahrzehnte und dem, was heute Leute zu verlieren haben. Genau das ist ja auch das Problem. Das haben die alten Römer schon geschafft, Pane et Censem, Brot und Spiele, halte den Plebs ruhig, gib große Vorteile her, gib ihnen einen Grund, etwas zu verlieren und sie werden auf deiner Seite sein, wenn all das im Risiko steht. Deswegen sind diese Rechtsrucke auch genährt von Leuten, die vielleicht gar nicht super nationalistisch wären, aber einfach totalen Schiss davor haben, dass sie das verlieren, was sie jetzt quasi genießen und was sie hergeben. Und die Systemfrage, das stellt sich quasi gar nicht als etwas, das man stellen muss. Sie stellt sich quasi von selbst, weil wir haben halt das Ende einer exponentiellen Fahnenstange erreicht. Und dieses berühmte Seerosenbeispiel sei zitiert. Wenn ihr euch überlegt, auf einer Oberfläche eines Sees wohnt eine Seerose, sie verdoppelt sich alle 2 Tage oder jeden Tag. Dann kommt eine zweite, dann kommt eine vierte und Seerosen sind romantisch und total schön. Das Problem ist der ganze See mit Seerosen bedeckt, dann kriegt sozusagen keine Seerose mehr da unten Licht und Luft und die ganze Population stirbt. Und das Interessante ist, wenn wir von einer täglichen Verdoppelung ihrer Population ausgehen, dann ist 2 Tage vor dem Systemkollaps eigentlich erst 1/4 der Seeoberfläche bedeckt und kein Schwein sieht die Krise. 2 Tage später aus. Und genau das haben wir jetzt auch. Wir stehen an einem exponentiellen Wachstumskurs kurz am Ende und die Systemfrage, die brauchen wir uns gar nicht stellen, weil die stellt sich das System. Und wir haben uns quasi zu Tode gewachsen und deswegen ist es aus meiner Sicht völlig wurscht, ob ihr euch diese Frage stellt oder nicht, weil in spätestens 2 Jahren ist es vorbei. Gut. Ich muss mal kurz den Schiedsrichter fragen, wie lang die Halbzeit noch ist. 2 goldene Kugeln noch. 2 goldene Kugeln. Ja, die müssen wir auf jeden Fall noch ziehen. Dann zieh doch noch eine goldene Kugel. Mach eine goldene. Okay, dann ist das hier die 16. War das zu böse, das Letzte, was ich gesagt habe? Und deswegen geht jetzt... Verschenkt euer Geld. Sag mal die Nummer, Alexander, bitte. 16. 16. Siehst du? Oh, das ist ganz interessant. Das ist ja relativ lang von oben runter. Genau. Da möchte ich dich dann bitten anzufangen, Leopold, ich lese vor, das Stichwort Ausdruck Keynesianismus, ein Bruno Kreisky-Zitat. Und wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage, dass, dass mir ein paar Milliarden Schilling mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten als ein paar 100.000 Arbeitslose. Mhm. D'accord, sozusagen. Nein. Ich habe jetzt im Stil von Bruno Kreisky geantwortet, extrem langsam gesprochen und die Leute nerviert hat, indem er lang hingeschaut und gar nichts gesagt hat. Man muss jetzt versuchen zu verstehen, wie er das gemeint hat oder wie das auch Keynes gemeint hat. Keynes und auch Kreisky sind nicht davon ausgegangen, dass das extrem toll ist, lässig oder wie auch immer zu bewerten ist, nur Schulden zu machen. Keynes geht davon aus, dass man Schulden machen muss, Deficit Spending macht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, aber er sagt aber unmissverständlich und auch direkt, wenn es dann läuft, dann musst du sparen. Ja, und das kommt quasi bei diesem Zitat überhaupt gar nicht heraus und so war es aber auch von ihm gemeint. Also es ging nicht darum, quasi aus seiner Position als Paradesozialist einfach das Geld rauszuhauen, wie auch immer, sondern später, wie es dann hätte funktionieren können, hätte man sparen müssen, nicht nur in Österreich, sondern in allen Staaten. Und diese Variante von Keynes, die wird, oder diese Facette von Keynes, die wird halt komplett unter den Tisch fallen gelassen. Also ich bin grundsätzlich d'accord, wenn man diese zweite Facette des Spare, wenn du das dann hast, um auch ein bisschen Speck zu haben für schlechte Zeiten, um das zu verteilen, wenn man das mit berücksichtigt, habe ich gegen diese Variante überhaupt gar nichts. Wenn man diese Variante oder diese Facette aber unter den Tisch fallen lässt, dann bin ich eigentlich sehr, sehr stark gegen diese extremen Schuldenaufbauten, sondern eher dafür, dass man die Leute am G-Punkt stimuliert. Ich habe mich einmal bei einer Veranstaltung als zuckerfreier G-Punkt-Stimulator aus Wien vorgestellt, auch in Berlin, anlässlich des 20-jährigen Mauerfalls, was die Leute ein bisschen irritiert hat. Und ich habe gesagt, der G-Punkt, der muss mehr stimuliert werden, auch wenn das viele Männer und Ökonomen nicht so gut machen, weil G steht normalerweise für den Buchstaben klein g für Growth, für das Wachstum. Und vielleicht könnten wir uns in der Wirtschaftswissenschaft auf einen neuen G-Punkt konzentrieren, der groß geschrieben wird und für das Wörtchen genug steht. Wer von euch kann beantworten, wie viel ist genau genug? Wahrscheinlich keiner schnell, aber jeder würde sagen, das, was jetzt ist, ist zu viel. Ich habe auch zu viel. Ich habe zu viel Klamotten, ich habe zu viel was auch immer. Also vielleicht eher nicht auf Schulden loszugehen, um das auszubauen, was ich jetzt habe, sondern mir die Genugfrage zu stellen, um zu sagen, wie viel brauche ich weniger, um das System zu entlasten. Das wäre auch eine Variante, mal mit Keynes umzugehen. Weißt du was über diese Form der... Nein, mir fällt nur auf, dass ich genau dasselbe Zitat auch schon mal gehört habe und das angeblich Helmut Schmidt gesagt haben soll. Also anscheinend der Zeitgeist der 70er oder eine bestimmte Art von europäischer Sozialdemokratie, der wird das heute vielleicht auch gerne in den Mund geschoben. Ich muss wieder mit Graeber kommen, das tut mir leid, aber ich merke so, den magst du, gell? Irgendwie hat mich das doch jetzt sehr beeinflusst, dieses Buch über Schulden, was jetzt auch gerade übersetzt wurde. Was ich toll daran fand, dass er dieses ominöse Geldrätsel, was ja auch mal als so bezeichnet wird, das Geldrätsel, keiner weiß, wo kommt das eigentlich her oder so, er gibt darauf eigentlich eine simple Antwort, es sind eigentlich Schulden. Ja, also das ist natürlich viel älter als das Geld, sind die Schulden, Geld ist nichts anderes als Schuldscheine. Er hat, das Buch heißt ja im Untertitel die ersten 5000 Jahre und er hat also den Vorteil als Anthropologe wirklich lange historische Zeiträume zu überblicken. Während alles, was ich gelesen habe über das 16. Jahrhundert, immer davon ausging, dass das eine der Revolutionen, die in dieser Zeit stattgefunden hat, das Papiergeld gewesen ist, konnte er souverän kontern, ah, das ist völliger Quatsch, die Chinesen hatten das schon längst, die haben das gerade wieder abgeschafft, haben das Silber eingeführt und deswegen ist das ganze Silber, was die Spanier nach Europa gebracht haben, nach China geflossen und so. Und diese Zusammenhänge fand ich toll, was eine Konsequenz daraus ist, wenn man über Schulden dann nachdenkt oder Geld als Schulden, ist, was ist das Besondere, wenn Schulden in Geld ausgedrückt werden, ist halt diese scheinbare Objektivität. Ja, dass man sagen könnte, das ist nicht verhandelbar. So und so viel, das ist die Summe, das steht hier, das schuldest du mir, das hast du mir zurückzuzahlen. Da gibt es keinen Spielraum. Natürlich gibt es immer Spielraum, mit Banken kann man vielleicht Zeiträume verhandeln oder Zinssätze oder so, aber diese scheinhafte Objektivität, die ist das, in dem wir gefangen sind. Und er argumentiert hat, wir müssen uns daran, wir müssen uns erinnern, dass Schulden nichts anderes sind als ein Versprechen, dass man etwas zurückzahlt. Und Geld ist auch nichts anderes als ein Zahlungsversprechen, okay, das, was man das bezahlen wird. Und was sozusagen jetzt neu ausgehandelt werden müsste, ist diese Art von Versprechen. Was sind die Versprechen, die wir uns als Gesellschaft geben? Welche Versprechen wollen wir geben? Und wie, wie wird dadurch die Gesellschaft zusammengehalten? Das fand ich wiederum einen guten Blick auf Gesellschaft, zu sagen, so natürlich ist das ein Unterschied, wenn man glaubt, Schulden in Geld ausdrücken zu können, glaubt man, dass man irgendwann miteinander quitt sei. Ja, dass man sagen könnte so, ja, also ich habe dir das und das geschuldet, jetzt habe ich das zurückgezahlt, jetzt sind wir, dann ist das eigentlich, das eigentliche Ziel ist, dass man getrennte Wege geht. Während eigentlich jemandem etwas zu schulden, ein Gefallen oder so, etwas ist, was die Gesellschaft zusammenhält, etwas, das man eigentlich nie miteinander quitt ist. Und er gibt das Beispiel von Eltern und Kindern, wo er sagte, es gab irgendwie einen Romanautor, der, ich weiß nicht mehr, ob das fiktiv war oder ob er das wirklich selbst erlebt hat, dem zu seinem 21. Geburtstag von seinem Vater quasi die Rechnung präsentiert wurde. Der gesagt hat, okay, Krankenhausaufenthalt damals für dich, Geburt und das hast du mich gekostet. Dass man sagt, dass einem das pervers vorkommt, zeigt eigentlich, dass wir eben nicht vollkommen in dieser Geldlogik denken. Dass es natürlich menschliche Bereiche gibt, die auf einer anderen Art und Weise von sich etwas gegenseitig Schulden beruhen. Und das fand ich zumindest eine gute Anregung, eine Art und Weise mit dem Geldrätsel umzugehen, die mir jedenfalls für mich sehr viel Sinn gemacht hat. Es gibt, ich möchte noch was ergänzen, es gibt nämlich in Österreich ein interessantes Experiment im Bundesland Tirol. Es gibt eine Stadt, die heißt Wörgl. Und in Wörgl und in Tirol ist in der Weltwirtschaftskrise der Bürgermeister draufgekommen, dass es für Geld nichts mehr gibt. Hyperinflation, das ist alles nichts mehr wert, die Leute können nichts mehr kaufen. Und er hat gesagt, wir machen was anderes, wir brechen es wieder auf diese Versprechen herunter und führen eine regionale Währung ein. Und er hat als Gemeindeoberhaupt Zettel ausgegeben und auf dem Zettel ist quasi draufgestanden, du kriegst für den Zettel dies und jenes, nämlich in Arbeitszeit ausgedrückt und das Geld, das er ausgegeben hat, hat was total Tolles gekonnt, ist nämlich verfault. Das ist weniger wert geworden. Wenn ich es dir gegeben habe, um was zu kaufen, musste ich das sozusagen indosieren, Datum und Unterschrift und von diesem Moment ist es weniger wert geworden, außer ich bin zum Bürgermeister gegangen und habe Marken gekauft, um den Wert des Geldes zu halten, sprich ein negativer Zins. Wozu hat das geführt? Außerhalb Wörgls war das uninteressant, weil was interessiert ein Wiener Wörgl? Also hat sich ein regionaler Kreis von Menschen gebildet, die sich kennen. Da geht es nämlich nicht um den Abstraktionscharakter von Geld, sondern das tatsächliche, konkrete, messbare Verhältnis. Du machst gute Theaterstücke, mir ist langweilig, ich mache was ich was. Wir tauschen das sozusagen aus. Und es konzentriert sich die Verwendung von Geld, so gedacht, plötzlich auf das, was die Leute wirklich brauchen. Nicht also auf diesen Geltungskonsum von Dingen, die kein Mensch braucht, sondern auf das, was man wirklich braucht. Was war das Resultat im Wörgl? Vorher waren alle Kinder massiv unterernährt und sind krepiert. Nach wenigen Monaten dieses Wörgelsen-Experimentes haben die Kinder alle wieder dicke rote Backen gehabt, alles war großartig. Wörgl hat sich als der Hotspot der Weltfinanz herauskristallisiert, weil es war jeder, und zwar wirklich jeder Notenbanker der Welt war in Tirol in Wörgl, sogar der japanische und der aus New York. Und da hat dann die österreichische Notenbank gesagt, nein, nein, so geht das nicht, sie werden eingesperrt, weil sie untergraben quasi unser Notenmonopol und das wollen wir ja nicht, weil das Geld soll schon abstrakt bleiben. Worauf ich hinaus will ist, das Schlechte an Geld ist der hohe Abstraktionsgrad, der sich auch in einer globalisierten Welt manifestiert. Einen Dollar könnt ihr in Thailand genauso ausgeben wie in den Bronx oder in Johannesburg in Südafrika. Mit einem Dollar kann man was anfangen und ich glaube, das ist eigentlich schlecht. Schön wäre wiederum viele regionale Gelder zu haben, die quasi den relationalen Charakter zwischen Menschen betonen und das Geld nur in einer Gegend akzeptieren, wo man weiß, dass man sich auf den noch verlassen kann. Das wäre spannend, also wenn es viele Gelder gäbe. Deswegen ist der Euro, ich habe damals gegen den Euro gestimmt. Das ist für mich ein furchtbares Projekt, ganz furchtbar. Luzi, sollen wir eine kleine Pause machen? Ja. Dazu noch sagen, vielleicht... Wir müssen noch eine kleine Ankündigung machen. Der Herr Seiler hat nämlich was mitgebracht. Man hat da nur sprich gesagt, was, du kommst jetzt da in Jeans und in einem Leibchen, das glaubt dir ja niemand. Also ich finde, man darf nicht unhöflich sein. Und ich habe mich total über die Einladung gefreut und habe gedacht, es wird ohnehin alles ökonomisiert und irgendwie mit Geld in Verbindung gebracht. Warum nicht auch die Kunst? Und ich habe halt geschaut, dass die Leute, die hinter mir stehen, dieses Projekt auch unterstützen. Und was ich jetzt sage, ist wirklich kein Spaß. Wir verlosen dann im Publikum, darum strengt euch bitte bei den Fragen an und seid da wirklich ganz, ganz fit. Ich habe was mitgebracht. Ich habe 500.000 Euro in gebrauchten, sehr kleinen Scheinen mitgebracht, die dann mit einem demokratischen Applausprozess an jenen gehen, der die pfiffigste Frage stellt. Das ist mein Ernst, sie ist im Hintergrund sicher verwahrt und am Ende werden wir sie dann verspielen. Ich wünsche gutes Gelingen. Besagte Publikumsfragen. Geht's? Wie lange machen wir jetzt Pause? Jetzt, also nochmal zum weiteren Verlauf, vielleicht ist ja auch jemand zu spät gekommen. Die zweite Halbzeit besteht jetzt praktisch nur noch aus Publikumsfragen. Es wird abwechselnd gezogen und einfach wie bisher, das klappt doch eigentlich ziemlich gut. Aber auch jetzt noch mal ein bisschen, wir müssen stärker die 3 Minuten einhalten, habe ich gehört. Ja, bei den vielen Fragen. Ist Geld regierbar? Ja, also das, aus meiner Sicht ja, also im philosophischen Sinne ja, denn das Wort Geld leitet sich von einem althochdeutschen Wort ab, das für gelten steht. Wir lassen es gelten und das Geld ist eine Konvention, Geld ist eine Abmache, Geld ist ein sozialer Begriff und in Wirklichkeit jetzt nichts, was unverrückbar ist. Es ist eine Abmache zwischen zwei Menschen und das, was wir uns ausmachen oder ist verhandelbar, steuerbar, beeinflussbar und daher ganz sicherlich regierbar im Sinne von beherrschbar. Was wir aber verabsäumt haben, ist, dass wir Geld diesen zwischenmenschlichen Charakter geben und so wie du das in einem Statement, finde ich, super schön herausgearbeitet hast, es ist quasi ein objektiver Wertmaßstab geworden. Das ist es nicht. Es ist ein rein subjektiver Ausdruck eines Verhältnisses einer bestimmten Dienstleistung, einer bestimmten Ware gegenüber, also geronnene Subjektivität und alles andere als objektiv. Und was wir uns ausmachen, das liegt zwischen uns und das können wir letztendlich sehr wohl regieren und beherrschen. Also wenn man es zu Ende denkt, dann müssen wir nicht diesen Systemfehler aufsitzen, sondern könnten es machen wie der Kerl in Wörgl, der halt seinen kleinen regionalen Zettelkreislauf angezettelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und tippt mal in eine Suchmaschine ein Regionalwährungen Deutschland und die, die es vielleicht noch nicht wissen, werden überrascht sein, wie viele quasi kleine wörglische Experimente es bereits in Deutschland gibt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also unter dem Vorzeichen ist es schon beherrschbar und regierbar. Ja, ich würde das auch unterschreiben. Das auch nicht. Doch, jetzt war's. dass Geld natürlich eine Konvention ist. Das ist natürlich auch das Interessante, wenn man sich als Künstler mit Geld beschäftigt, dass man dann gewisse Parallelen sieht, ja? Dass man mit Fiktionen zu tun hat. Oder, und gleichzeitig aber Geld natürlich an sich einen solchen Abstraktionsgrad hat, dass das meistens, dass es sehr schwer unmittelbar thematisierbar ist. Ja, wir haben in den letzten Stücken immer mehr gemerkt, dass wir uns immer mehr um diese Geldthematik drehen und immer wieder suchen, auf welche Art und Weise kriegt man diese Thematik auf die Bühne, und eigentlich lebt sie davon, dass sie ja von dieser Undarstellbarkeit, merkt man. Ja? Geld lebt von seiner Abstraktion. Meine Lieblingsstelle eigentlich über Geld war einmal beim Cappuccetto Rosso von Polesch, wo eine der Schauspielerinnen gebrüllt hat: Ich kann nicht sein wie Geld, das immer alles sein will. Ich kann nicht heute bei Polesch scheiße Wasserflasche sagen und morgen muss ich wieder die Nora geben. Das kann ich einfach nicht. Das fand ich ein super Statement, schon ein paar Jahre her. Natürlich ist das ist natürlich für mich so die Affinität zwischen Theater und Geld, dass das Geld sucht natürlich nach einer Verkörperung. Ja, Geld ist diese körperlose Substanz, will sich in irgendetwas verkörpern, sucht eigentlich manisch danach. Ja, nächste Frage. Ja, und uns diesmal strikt an. Wäre die Situation in Europa anders ohne die Einführung des Euro? Du sagst, du warst gegen den Euro. Was sagst du dazu? Sie wäre zweifelsfrei anders, weil heute gibt es dieses typische Griechenbashing, die haben einfach Bilanzen gefälscht und sie haben über ihre Verhältnisse gelebt etc. Selbst wenn das so wäre, was ich nicht ganz unterschreiben würde, Faktum ist, vor der Einführung des Euros hat der Zinssatz in Griechenland 18% betragen. Jetzt ist er wieder dort. Vorher war er aber weit drunter, nämlich bei den Verhältnissen, die auch Deutschland und alle anderen Euro-Teilnehmer bezahlt haben, weil es nur einen Zinssatz für alle gibt. Das war daher sozusagen eine Art Freibrief zum Geldverwenden. Und grundsätzlich und immer, stell einer Katze oder einem Rudel Katzen eine riesige Dose Futter hin, die fressen bis zum Kotzen. Denn der Mensch ist letztendlich ein Wesen wie jedes andere, neigt zur Unmäßigkeit. Dem Menschen hier als die Ultima Ratio der Schöpfung hinzustellen, der auf Vernunft basiert und weiß, wann er aufhört, ist naiv, generell. Vor allem, wenn eben ein rein abstraktes Geld das Thema der Begierde ist. Und man hat zugegriffen. Und zurzeit ist es total schwierig zu identifizieren, wer da der Schuldige ist. Eben Hannah Arendt, wo alle schuld sind, ist es niemand. Und heute kann in Griechenland oder in welchem Staat auch immer kein Mensch mehr sagen, wer hat wann zu viel in den Topf gegriffen. Aber es wäre anders ausgegangen, wenn nicht diese Gemeinschaftlichkeit der Niveaus entstanden wäre. Und ich habe beim Krisenfest in Berlin was gesagt, das war gar nicht vorbereitet, aber das ist mir so rausgerutscht, aber ich wiederhole es gern. Ich halte die Einführung des Euros in Wirklichkeit für eine Art pekuniäre Pädophilie. Weil es ist ungefähr so, man sagt, Menschen reifen und ein 60-jähriger Mensch hat einen höheren Erlebnisstand in seinem Leben, daher einen höheren wahrscheinlich Reifegrad wie ein 10-jähriger Mensch. Aber es würde wahrscheinlich niemand von euch ernsthaft argumentieren, dass 10-jährige Mädchen schneller reifen, wenn man sie mit 60-jährigen Männern verheiratet. Und das ist letztendlich halt in dem Projekt Euro passiert, weil Länder mit einem völlig unterschiedlichen Niveau, also völlig unterschiedlichen wirtschaftlichen Niveau, plötzlich auf eine Ebene gezwungen worden sind, die einfach schief gehen musste, in dieser Form. Also man hat Leute in den Stand gesetzt, in Töpfe zu greifen, die noch nicht da waren für sie in Wirklichkeit. Ich glaube, Europa hätte anders ausgeschaut, Europa hätte andere Geschwindigkeiten gehabt. Warum muss Athen zwingend so ausschauen wie Frankfurt? So fesch ist es dort auch nicht. Und noch eine Geschichte, es hätte wahrscheinlich auch anders ausgeschaut, wenn man generell das Thema der Wirtschaftswissenschaft dann auch anders interpretiert hätte, weil wenn die Frau Merkel als Naturwissenschaftlerin, als Ausgebildete glaubt, dass sozusagen Zinsen, Geld und ökonomische Gesetze wie Naturgesetze à la Gravitation gelten, dann irrt sie sich. Es ist die Wirtschaftswissenschaft eine Sozialwissenschaft, da geht es nur um Menschen und nicht um Dinge. Mal vergessen, na gerade noch. Muss ich, oder? Also danke, ich will selbst ziehen. Ich will das mit der Welle. Kann das Konzept, da übrigens eine super schöne Schrift, kann das Konzept Tauschring, Zeittausch in überregionaler Dimension ein tragendes Konzept darstellen? Darf ich es gleich kurz beantworten? Ganz klar nein, weil der Gag Tauschring ist ja, dass wir tauschen. Es geht auch um das Konzept der Physis, das ist da. Und ich kann einfach überregional sehr, sehr schwierig tauschen. Es geht um den konkreten Charakter von sozusagen Geldalternativen und nicht den überregionalen Abstraktionscharakter. Also die Antwort ist definitiv nein. Tauschringe und all diese Alternativkonzepte funktionieren nur in einer überschaubaren Einheit von Menschen, die sich kennen, schätzen oder nicht schätzen und die Wertschätzung ausdrücken und sich ausmachen, was gilt. Das ist das neue Geld. Und da fällt mir nur das Zitat von Gandhi ein, der gesagt hat, die Zukunft der Menschen liegt im Dorf. Das könnte man heute einmal ganz neu interpretieren und für diese Denkspiele verwenden. Es geht wieder um das Regionale und nicht das Überregionale. Ich bin in Wirklichkeit auch nicht ein Gegner der Globalisierung, aber einer, der die Globalisierung total anzweifelt. Ich würde mich freuen, wenn es die Globalisierung wirklich gäbe, aber der Gag ist, sie gibt es gar nicht. Globalisierung ist ja kein regionales Phänomen, sondern sollte vielleicht ein soziales Phänomen sein. Überall zu sein ist zu wenig. Es muss für jeden reichen. Dann haben wir eine wirkliche Globalisierung. Das ist so, wie wenn ihr oder ein Freund von euch einen All-Inclusive-Urlaub in einem Club in Antalya macht und dann zurückkommt und sagt, ich war in der Türkei. Und ihr müsst sagen, du kennst die Türkei nicht, du warst bei TUI oder was auch immer. Du kennst die Türkei nicht. Und so funktioniert auch die Globalisierung. Die Leute glauben bloß, weil sie irgendwo mal kurz überall waren oder mit irgendwem weit weg gehandelt haben, ist es global. Das ist so nicht der Fall. Entschuldigung, es ist doch länger geworden. Ja, über Tauschringe kann ich so viel nicht sagen. Ich habe mich mit denen nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich denke immer nur, Geld ist eigentlich eine gute Idee. Sie funktioniert nur nicht. Und man müsste vielleicht aber die schädlichen Auswirkungen, dass Geld diese objektive, schicksalshafte Macht ist, ja, die wirklich über Leben und Tod entscheidet, das muss neutralisiert werden. Und dazu gehört vor allem, finde ich, dass man auch sich bewusst wird, dass es nicht nur den Tausch gibt. Also der Tausch ist nicht losgelöst von anderen sozialen Prozessen. Das ist auch das, was in so anthropologischen Forschung dann immer rauskommt. Das ist eine reine Fiktion, der wir erliegen, der Wirtschaftswissenschaften zugrunde liegt, dass man den Tausch isolieren könnte und sagen würde, es geht damit los, dass ich zu viel Schuhe habe und möchte was von dir und dann gebe ich dir diese Schuhe. Sondern die meisten ökonomischen Prozesse in den älteren Gesellschaften, die sind eingebettet in große Zeremonien oder teilweise in Kriegshandlungen, teilweise Handlungen, die kollektive Sexualität beinhalten. Also man sieht, das ist eine total eingebettete Praxis. Und was eines der größten Probleme ist, diese Abstraktion, die Isolierung des Tausches als eine eigenständige Tätigkeit. Okay. Das hat übrigens Aristoteles schon angefeindet, der gesagt hat... Ja, aber der Herr Seiler spielt hier gegen die Spielregeln. Oder? Ja, was, die Ösis, die grätschen immer rein. Also nur da, ich ziehe es dabei und blätter das auf. Also Aristoteles hat auch gesagt, Geld ist nicht schlecht, aber Geld um das... Ach, Geld um des Geldes willen ist Krematistik und ganz schlecht. Also der hat das auch schon gesagt. So, welche Rolle spielt daher Zufall im globalen Finanzgeschäft? Da steht jetzt 55 gefundene Milliarden. Wer profitiert von der Krise? Die erste Frage ist spannend und kann... nicht sehr, sehr einfach beantwortet werden. Welche Rolle spielt der Zufall im globalen Finanzgeschäft? Wenn wir jetzt einmal das Wort Finanzgeschäft zum Beispiel auf den Begriff der Börse umlegen, dann spielt er dort die alles dominierende Rolle. Also wir stellen jetzt gerade auf unserer Homepage einen Foliensatz von meinen Vorlesungen online, der mal erklärt, wie ein Börsenkurs zustande kommt und das könnt ihr demnächst abrufen. Da findet man dann darauf, dass es eigentlich nicht von Angebot und Nachfrage abhängt, sondern ein reines zufälliges System nach der Schneeflockentheorie. Wenn ihr euch ein Dach vorstellt, Schneeflocken rieseln da drauf und irgendwann reicht mal eine einzelne Schneeflocke, um letztendlich eine ganze Dachlawine loszutreten. Also das will ich jetzt nicht dozieren. Also der Zufall im globalen Finanzgeschäft ist die alles dominierende Geschichte und die Leute, die glauben, nach einer sozusagen Verfügbarkeitsheuristik alle Informationen zu haben und kontrollieren zu können, das ist ein absoluter Irrglaube. Das sage ich hier ganz offen, auch wenn es aufgenommen wird. Nach 20 Jahren in der Finanzwirtschaft kann ich euch sagen, dass die wirkliche aktive Kontrolle gleich null ist. Alleine sozusagen das Unvermögen darzustellen, ist schon ein großes Vermögen, so wie es der Sokrates gemacht hat, dass er weiß, dass er nichts weiß. Schon alleine diese Position ist sicher. Möchtest du dazu was sagen, ob das zufällig ist? Ich kann nur dazu sagen, beim World Freud Center gehen wir mal davon aus, es gibt keine Zufälle. Das ist das, was uns die Psychoanalyse lehrt. Würde man eine Psychoanalyse des Geldes versuchen, müsste man versuchen, was ist die übergeordnete Gesetzmäßigkeit, nach der eigentlich gehandelt wird. Und da gibt es, das Einzige, was ich ausmachen kann, ist natürlich dieser Wachstumsimperativ. Egal, wie zufällig eine Handlung ist, es ist natürlich, getrieben wird es davon, von der Sehnsucht nach Profit, also nach Vermehrung. Ja, und das ist das einzige Gesetz, was man wirklich mit Sicherheit ausmachen kann, dass aus etwas immer mehr gemacht werden muss. Ja, wir können jetzt diskutieren, was Zufall ist. Also ich spiele oft mit dem Wortspiel Zufall. Es fällt mir zu. Ich ziehe es an, vielleicht irgendwie mit einer verrückten Gravitation durch mein Verhalten. So gesehen glaube ich auch nicht an Zufall. Es fällt schon jedem das zu, was er irgendwo verdient. Aber quasi im Hegelschen Sinn diese Kontingenz, dieses ich kann es doch nicht so direkt beeinflussen, weil es zu multivariabel ist. Dergestalt gibt es natürlich in Finanzgeschäften einen hohen Grad an Zufälligkeit, weil selbst wenn hinter jeder Handlung, jeder Tat, irgendeine Gedankenkette oder ein Motiv steckt, so ist die Summe aller Gedanken dann einfach nicht mehr kontrollierbar. Das ist so, wie wenn du das Verhalten durch Kohäsion und Adhäsion von zwei Wassermolekülen genau erklären kannst. Du kannst mir niemals ausrechnen durch diese Multivariabilität, wann die nächste Welle in welcher Höhe an den Strand kommt. Ich denke, dass das regelrecht, das wirst du besser wissen, fetischisiert wird in den Finanzkreisen, dass man sich gerne entscheidet nach einem Vorstellung von Instinkt, die man so hat oder nicht hat, und eigentlich... Wer profitiert von der Krise? Wir, die Habenden. Also, das Publikum hat immer die Möglichkeit, wenn nach dem Pfiff nochmal zu sagen, doch, wir möchten gerne noch weiter, aber wenn diese Reaktion nicht besteht, dann müssen wir die nächste Karte ziehen. Die musst du. In der aktuellen Krise ist die Gemeinschaft gefordert. Der Euro scheint als konstruiertes Verbindungsglied nicht mehr zu taugen. Was kann dann so etwas wie eine europäische Identität stiften? Alex, fang du mal an. Naja, also... Ich bin immer kein großer Freund von Identitätskonstruktionen, aber ich denke mir, eine europäische Identität... Die gibt es sozusagen, im Negativen ist die völlig klar gegeben. Du hattest das schon erwähnt, die koloniale Vorgeschichte des Kapitalismus. Mich wundert das immer, dass auf europäischer Ebene eigentlich so wenig Aufarbeitung in der Richtung geschieht. Es wird zwar viel Kultur gefördert, auch durch die EU, aber dass man sich so aktiv der kolonialen Geschichte stellen würde, sehe ich so noch nicht. Ich sehe das in einzelnen Ländern jetzt aufbrechen. Ja? Also dass man zum Beispiel, vor ein paar Jahren war ich in Belgien und dachte so, hier ist ja überhaupt gar kein Diskurs vorhanden über Kongo. Das hat sich radikal geändert. Es gibt dieses Buch von de Reybrouck, was jetzt auch ins Deutsche übersetzt wurde, das hat jetzt mittlerweile in Belgien jeder, und viele Künstler fahren nach Kongo, das ist regelrecht schick geworden. Es gibt ein Theater in Brüssel, die arbeiten mit Kinshasa direkt zusammen und so. Also sowas kann sich sehr schnell ändern. Ich glaube, das wäre für mich so eine Aufgabe über mehrere Generationen, sich dieser Geschichte überhaupt erstmal zu stellen und diese Bringschuld, die ich auch sehe gegenüber der sogenannten Dritten Welt, sich an der abzuarbeiten. Also wäre meine Antwort, wenn es nicht die Schulden sind, die Europa jetzt zusammenbringt, wäre es sozusagen diese historische Schuld, an der man sich abzuarbeiten hat. Da spielt ja Berlin auch eine gewisse zentrale Rolle, gerade was die Beziehungen Europas zu Afrika betreffen. Da war hier die sogenannte Kongo-Konferenz, da hat man ja einfach mal den afrikanischen Kontinent aufgeteilt und sich hingestellt und gesagt, so das ist euch, das nehmen wir, und diese Linien, die man da mit Lineal gezogen hat, sind heute noch Staatsgrenzen, was heute noch zu politischen Konflikten führt. Also da ist genug Kulturarbeit zu leisten. Kannst du den letzten Teil der Frage nochmal vorlesen, wie die Frage konkret war? Ja, was kann denn so etwas wie eine europäische Identität stiften? Interessanterweise die Krise. Ich habe vorher das Wort übersetzt. Aus dem medizinischen Bereich kommend. Entweder der Patient ist tot oder lebt in einer völlig anderen, neu erfundenen Form letztendlich weiter. Und in vielen, vielen Fällen, so auch bei den Vereinigten Staaten von Amerika, war ja letztendlich auch keine nationale Identität zwischen den einzelnen Regionen, die wirtschaftlich sehr, sehr stark auseinandergedriftet sind da. Und erst aus der Krise, sozusagen des Konfliktes, hat man sich da dann zusammengerauft. Und möglicherweise, so blöd das jetzt klingt, ist Europa zurzeit am Scheideweg, sich zusammenzuraufen oder komplett zu zerfallen. Weil wenn ihr euch das Wort Identität alleine anschaut, dann heißt es ident, deckungsgleich sein. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was zum jetzigen Stand jemand aus Thessaloniki mit jemandem aus Brüssel wirklich gemein hätte. Es gibt hier keine Identität und daher gefällt mir dein Satz sehr gut, dass du gegen Identitätskonzepte bist. Hier von außen etwas zu oktroyieren ist total bescheuert. Auf der anderen Seite sich einer gemeinsamen Herausforderung zu stellen, so wie ein Ehepaar, das massive Schwierigkeiten hat und sich dann an diesen Problemen hochzuarbeiten und dann was Identitätsstiftendes Gemeinsames zu finden, das ist möglich. Also vielleicht ist die Krise, die wir aktuell erleben, genau das Identitätsstiftende langfristig, das Europa braucht. Brauchst nicht pfeifen. Schon fertig. Ich, oder? Ja, du bist. Das ist lang. Nimm das. Oh, gibt's einen? Frage an beide. Wann waren Sie das letzte Mal in Griechenland? Ist Griechenland kein spezieller Fall? Wann warst du in Griechenland? Vor 1,5 Jahren. Kurz in Athen, ein kurzer Besuch bei einem Freund von mir, der hier nicht unbekannt ist, weil er die Oper Jasoaida gemacht hat. Da saßen wir auch in Ex-Archia und haben gesehen, wie gerade ein Trupp von behelmten Polizisten vorbei ist, und er hat sich sehr gefreut, dass wir das sehen, weil er gemeint hat, so, jetzt seht ihr mal, wie das hier aussieht, und das ist schon 3 Jahre her. Oder 2? Ich weiß es gar nicht, oder 1,5? 2010 war das, ja. Also es war 2 Jahre nach den Aufständen, die es wegen dem Tod des 15-Jährigen gab. Und der zweite Teil der Frage, ist Griechenland kein spezieller Fall? Wie soll man das verstehen? Ist es ein spezieller Fall, oder? Es ist kein spezieller Fall, das klingt ja etwas suggestiv. Ja? Ist es kein spezieller Fall? Der Griechenland ist insofern ein spezieller Fall, dass, wenn man sich den Euro anguckt, ne, ist das schon auffällig, dass das die eigene Schrift auf dem Euro sich niedergeschlagen hat, und trotzdem oft ich das erlebt habe, wenn ich nach Griechenland gefahren bin früher, dass Leute mich gefragt haben, haben die eigentlich den Euro? Also vor ein paar Jahren noch, und dann hat man immer gesagt, da schau doch mal auf dein Geld, da siehst du das doch, das sind griechische Schriftzeichen, aber dass man überhaupt das in Zweifel gestellt hat, ob die den Euro haben, das zeigt doch, dass unbewusst da auch schon viel früher so eine Trennung gemacht wurde zwischen Griechenland und dem Rest von dem Kerneuropa. Ja, insofern wundert mich das jetzt nicht wirklich, der Verlauf der Krise. Das, was du jetzt sagst, ist insofern lustiger, als man sich nicht überlegt, wann eigentlich die Euro-Banknoten designt worden sind. Und die kyrillischen Buchstaben auf dem Euro standen lange davor, wo auch Griechenland auch nur im entferntesten am Euro war. Also ihr seid so verarscht worden. Sozusagen, ob Griechenland zum Euro kommt oder nicht, das haben wir doch nicht entschieden. Das ist ja schon längst gesetzt worden auf der Druckplatte der Euros. Das war sozusagen ausgemacht. Man wollte die dazunehmen. In Griechenland fahren mehr Jaguar-Panzer wie in jedem anderen Teil der Welt. Deutschland braucht Griechenland. Ihr müsst eure Waren abdrücken. Euer Profit ist ihr Verlust. Ihr seid reich, weil die arm sind. Wir haben eine zwingende Kausalkette. Sie sind arm, weil ihr und wir reich sind. Weil die Österreicher sind auch nicht besser und die Franzosen. Deswegen hält die auch Miss Superkleber jetzt so am Euro fest, weil man braucht diese Regionen, um abzudrücken. Man ist vielleicht zu dieser Zeit, muss man vielleicht auch einmal sagen, die europäische Bilanz schaut ja völlig anders aus. Diese Maastricht-Kriterien sind total lächerlich, weil es gibt sowas wie die versteckte Schuld. Wenn ihr heute hergeht und sagt, wie sind eigentlich die europäischen Staaten wirklich beieinander, und zum Beispiel überlegt, es gibt konkrete aktuelle Schulden und es gibt die künftigen Schulden, das, was man Rentnern in der Zukunft zahlen muss, dann reden wir heute von Verschuldungsgraden, die ganz andere Dimensionen haben, weil heute der verschuldetste Staat in der EU Luxemburg ist. Denn wenn man die Luxemburger hohen Rentenansprüche hineinrechnet, dann hat Luxemburg aktuell einen Verschuldungsgrad nicht von 19%, wie aktuell ausgewiesen, sondern von 1140%. Rechnet man die Rentenansprüche in Griechenland hinein, hat Griechenland einen aktuellen Verschuldungsgrad von 1114%, ist also rechnerisch weniger verschuldet wie Luxemburg. Also der wirkliche Sozialfall in den nächsten 2 Dekaden ist Luxemburg. Und deswegen betteln die reichen Staaten, dass man die Armen noch lang treten kann, weil sonst sind wir hier Arsch auf Grund. Unangenehme Wahrheit. Luxemburg raus aus dem Euro. Oh, nein, das ist die Wahrheit. Wenn man die versteckten Rentenbilanzzahlen, die da sind, du kannst ja die alten Leute nicht wegradieren, die bekommen ihre Rente, das ist so. Und in 20 Jahren kriegen sie noch mehr Leute und weniger Zahlen ein und es geht sich nicht aus. Und wenn du hier auf 1100% des Bruttosozialprodukts bist, dann ist das so. All great truth start as blasphemy. Es ist so. Es ist blasphemisch und die Leute fühlen sich komplett gepisst, aber es ist so. Also wir brauchen die Armen. Das ist eine Ausgrenzung, ja? Ja, Ausgrenzung und am besten ein bisschen. Generell stehe ich jetzt hier bereit, ich trage das Mikro hin. Wer teilnehmen möchte an der Diskussion, sofort melden. Ich bin da. Du, Luzi? Magst du was sagen, Luzi? Sag was. Später. Ja, das passt unsere nächste Frage dazu. Achso. Schon in Griechenland sichtbar, 20% der Renten. Und so wird das hier auch kommen. Oh, hier bei uns ist es in Deutschland ja auch schon geschehen. Sukzessive. Und so wird das in allen Ländern kommen. Das ist die Politik. Dort wird nicht das Eigentum, das Renten als ein Eigentum ist, ja, ist es nicht Eigentum im gewissem Sinne? Das kann ich böse, es ist ein Anspruch, es ist ein zukünftiger Anspruch, es ist ein Recht. Ja, gut, aber dieses Recht wird einfach minimiert. Mhm. Es wird halbiert, es wird geviertelt. Mhm. Das wird auch in Luxemburg und das wird hier wird es ja schon praktiziert. Ja, das erklärt eben nur, warum wir sozusagen an der Struktur, die wir jetzt haben, festhalten, weil wir einfach die Märkte brauchen, die uns zwei Dinge ermöglichen. Erstens, wir können dort unsere Waren abdrücken und zweitens, die Märkte haben also eine andere Struktur der Bevölkerungspyramide mit wesentlich mehr jungen Leuten, die in der Zukunft das Potenzial haben, sozusagen unseren Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das ist halt auch eine unbequeme Wahrheit. Und deswegen, Griechenland hat das höchste Militärbudget in allen NATO-Staaten. Darum habe ich gesagt, da fahren mehr deutsche Jaguar-Panzer als sonst wo. Und nicht nur Jaguar, auch U-Boote wahrscheinlich. Ja, ja. Nicht so. Also deswegen muss Griechenland... Ja, die nächste Frage wäre, soll Griechenland im Euro bleiben? Das ist eine interessante Frage, sagt meine Tochter. Ja, das stimmt. Wenn man sich überlegt, dass die Zinsen heute erdrücken, wäre es wahrscheinlich besser, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit, sozusagen ohne Ende zu haben. Und dass die Griechen den Linksruck heute schaffen, da drücke ich ihnen wirklich die Daumen. Und dass Syriza sagt, wir bezahlen die Schulden einfach nicht zurück. Das wäre für die europäische Gemeinschaft ein Schock. Aber so wie du gesagt hast, Schulden sind nicht in Stein gemeißelt. Die Schulden des einen sind das Guthaben des anderen und wenn wir uns heute zu einem Systemreset entschließen und darauf aus sind, dass sozusagen bestimmte Schulden gar nicht mehr rückführbar sind, dann wäre es gescheiter, dieser Realität ins Auge zu schauen, die Schulden sozusagen unter den Tisch fallen zu lassen und einer Nation einen kompletten Neustart zu ermöglichen. Ich persönlich kenne jetzt die Zahlen nicht so genau, was Griechenland anbelangt, aber die Zahlen werden wahrscheinlich nicht viel anders sein, wie jene, die die erste mit der dritten Welt verknüpfen. So sind wir nur in der ersten Welt deswegen so reich, weil die dritte Welt 180 Milliarden Dollar pro Jahr mehr an Zinsen an uns entwickelte Staaten bezahlen, wie wir an Entwicklungshilfe. Also ich glaube, Deutschland braucht die Zinsen aus Griechenland prinzipiell sehr, sehr stark, um Deutschland sein zu können. Und in Wirklichkeit wäre da gar nichts mehr. Also Systemreset würde damit verbunden sein, dass man durchaus für ein Nein für Euro für Griechenland votiert. Das, was ökonomisch nur aufrechtzuerhalten ist, indem man sagt, die Schulden zu streichen, hieße die Guthaben auf der anderen Seite zu reduzieren und würde wahrscheinlich einige Banken oder Versicherungskonzerne auch in Deutschland über die Klinge springen lassen. Aber in letzter Konsequenz wäre das ein Flurbereinigungsprozess wie das hinkende Gnu in der Steppe, das einfach dann erlegt wird. Es erfordert Mut, aber ich würde es bevorzugen, wenn wir das endlich mal lösen. Ja, ich kann dazu, ich müsste da wie die Piratenpartei antworten, ich habe dazu noch keine Meinung und muss mich erst mal beraten. Ich bin nur auf alle Fälle auch für den Schuldenschnitt. Ich kann hier auch immer nur wieder, auch wenn es mir langsam peinlich wird, diesen Namen wieder zitieren, Graeber, der auch aufgearbeitet hat, dass es eine ganze Kultur gab an Schuldenerlass. Und das ist einfach ein Charakteristikum der kapitalistischen Ökonomie, dass es das nicht mehr gibt. Deswegen auch dieser Benjamin-Text, Kapitalismus als Religion. Man schreibt, das ist eine Kultreligion, vielleicht die extremste Religion, die es je gab. Und zwar, die ist eben keine entsühnende, sondern eine verschuldende. Und er spitzt das dann theologisch zu, es wird dann auch recht dunkel und nicht mehr und wirkt esoterisch. Er meint, erst im höchsten Zenit der Verschuldung würden wir das dann überblicken können. Man hat das Gefühl, das werden wir vielleicht auch noch erleben, dass sich diese Verschuldung zuspitzt, ist offensichtlich. Auf der anderen Seite gibt es eben in diesem Global Justice Movements, die Occupy Wall Street vorangegangen sind, gab es ja schon damals dieses Ziel im Jahr 2000, Entschuldung. Ne? Das waren teilweise auch christliche Initiativen, die das Jubilee 2000 ausgerufen haben. Sie wollten das damals zum Jubeljahr machen. Das heißt, alle 50 Jahre waren spätestens ein kompletter Erlass aller Schulden. Und das hat auch eine kulturstiftende Funktion. Ja? Dass das verloren gegangen ist, zeigt eigentlich, dass wir in einer barbarischen Zeit leben. Und diese Sesistea hatten wir in Griechenland ja auch, also da hat es ja Tradition. Wer hat recht? Er oder ich? Nein, Antigone oder Diotima? Und wo bleibt Griechenland? Das ist deine Frage. Also dürfen wir jemanden vor den Toren eingraben oder nicht? Ja. Wir müssen eigentlich, aber mach du das. Theatermensch. Ich gebe dir die Schaufel. Ja, ich finde, dass man, ich kann immer nur mit Heiner Müller kommen, dass man die Toten immer wieder ausgraben muss. Und zwar so lange, bis sie die Zukunft herausgeben, die mit ihnen beerdigt worden ist. Insofern würde ich ganz im Gegenteil gar keine Toten eingraben wollen, sondern Tote herauszerren wollen. Zu Griechenland, also ich finde schon, dass man, dass das hat eine gewisse Ironie der Geschichte natürlich, ja, dass natürlich die ersten, die Geld, wie wir es heute kennen, also eine staatlich geprägte Münze, das kommt ja eigentlich aus, das kommt aus Griechenland, ja, also die ersten geprägten Münzen, das waren diese Münzen mit der Eule drauf, daher kommt hier diesen Spruch, den wir heute noch so gedankenlos oft benutzen, man will keine Eulen nach Athen tragen. Heute wäre es das Euros nach Athen tragen, ja, das hat ja natürlich diesen ökonomischen Hintergrund, dass man die Eulen nicht nach Athen trägt, sondern die Eulen sollten möglichst aus Athen raus und das Handelsimperium, das damals das hellenistische Handelsimperium, stützen. Also das, was eigentlich heute die Euros machen, die vor allem aus Deutschland kommen, eine Handelsmacht abstützen. Ich glaube, dass das ein interessanter Punkt ist, wenn man nach der Geschichte des Geldes sucht, nach der Kulturgeschichte. Das ist etwas, was ja in allen ökonomischen Theorien zu kurz kommt. Und es sind gerade zwei Berliner Kulturwissenschaftler und eine Wissenschaftlerin, die jetzt da interessante Bücher zugeschrieben haben, Vogel, Gespenst des Kapitals und eben die schon erwähnte Christina von Braun mit Der Preis des Geldes, die das sehr stark macht, indem sie sagt, so, es ist kein Zufall, dass das Geld in Griechenland erfunden wurde, denn das Alphabet, was wir auch heute noch benutzen, also ein Alphabet, das auch Vokale symbolisieren kann, im Gegensatz zu den älteren Schriftformen, wurde auch in Griechenland erfunden. Und sowohl das Alphabet, also die Schrift, als auch das Geld sind Abstraktionsmaschinen. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist natürlich, wie konkretisiert sich diese Abstraktion? Und wie gesagt, immer wieder sucht das Geld dann nach Mitteln und Wegen, sich zu konkretisieren. Das hat manchmal desaströse Folgen. Man müsste Folgen finden, die eben nicht desaströs sind. Ja? Wahrscheinlich müsste man eben ganz im Gegensatz zu den Konzepten, die gerade vorgeschlagen werden, des Sparens, des Spardiktats, müsste man immer übergehen zu einer ganz anderen Form der Ökonomie der Verausgabung, in dem einfach die Überproduktion komplett verjubelt wird. Ja? Dass diejenigen am meisten Prestige haben, die eben am meisten Güter, die dich mit am meisten Gaben überschwemmen. Ja, genau das, was jetzt passiert, dass wir also mit Produkten von hier den Süden überschwemmen, das könnte alles so bleiben, würde es an einem anderen Register stattfinden, nämlich einer Feier der Verausgabung. Und das Perverse ist ja, dass diese älteren ökonomischen Grundlagen, also der Gabe, die man eigentlich nicht mehr erwidern kann, ja, man wird platt gebombt durch Geschenke, die man nicht erwidern kann, dass das ja eigentlich passiert. Das, ja? Das ist ja eigentlich die Realität. Das ist diese indianische Tradition. Ja, statt Kriegen den Potlatsch. Genau, ich schenke dir was und wenn du mir nicht mehr schenken kannst, bist du der Blöde. Genau. Wir sind ja schon längst in einer Potlatsch-Phase. Das ist ja das Krasse. Krise im Theater für Vermögensverwalter. Nein, Krise im Theater und Krise für Vermögensverwalter. Das ist die Frage. Also was ist die Krise für dich, was ist die Krise für mich? Also unsere Krise in der Geldwelt besteht im Angeben müssen, so wie das der Peter Turini in diesem kurzen Text geschildert hat, als wir jung waren wollten wir den Mädchen im Freibad imponieren und stopften uns Tannenzapfen in die Badehose. Der Schwindel flog auf, als ich mir 2 hineinsteckte. Das ist die Krise in der Geldwirtschaft. Das glaubt ja niemand. Ja, das ist im Theater genauso. Jetzt sieht doch noch die nächste. Ja, das ist die nächste? Okay. Jetzt muss ich, oder? Du bist dran. Funktioniert Kapitalismus ohne Demokratie wirklich? Und funktioniert Demokratie ohne Kapitalismus wirklich? Ja, ist ja die Frage, ob das wirklich Demokratie ist, was wir als Demokratie bezeichnen. Es gibt Leute, die behaupten, nein, dass man auch die demokratischen Gründungsväter einfach demokratiefeindlich waren. Ne? Dass wir eigentlich in einer Republik leben, aber eben nicht in einer wirklichen Demokratie. Also ich würde das verneinen. Funktioniert Kapitalismus, die erste Frage, funktioniert Kapitalismus ohne Demokratie wirklich? Und die Antwort darauf wäre eigentlich ja, weil ich habe vorher von diesem Exklusionsmodell gesprochen. Der Witz von Kapitalismus und der Witz von Geld ist eben genau, dass ich das habe und du nicht. Dieser relative Unterschied. Und sozusagen Demokratie, die Herrschaft des Volkes, dass quasi jeder in den Stand gesetzt wird, das Gleiche zu haben, das ist exakt das Gegenteil von der Kapitalismusinterpretation, die wir zurzeit einfach aus dem Sachzwang heraus erleben. Es geht darum, eben andere auszuschließen, die Gräben zu erweitern. Also das Erste würde ich ehrlich gesagt aus meiner beruflichen Funktion ganz klar verneinen. Hätten wir wirklich eine Demokratie, würde ja kein Schwein wirklich für das stimmen, was wir zurzeit aktuell schlucken müssen. Niemand, ganz ehrlich. Und funktioniert Demokratie ohne Kapitalismus? Das ist eigentlich die interessantere Frage, weil irgendwer muss die Rechnung am Ende des Tages ja bezahlen und Kapitalismus steht für Geldwirtschaft schlechthin. Sozusagen jeder Freiheitsgrad muss bezahlt werden. Also Demokratie ohne, wenn ich meine Version gelten lasse, Demokratie ohne biologischen Kapitalismus funktioniert nicht, weil wir brauchen irgendeine Konvention, irgendetwas, was gilt, ein Zettel oder Geld. Also wir brauchen irgendeine Form von Geldwirtschaft, die gilt, um demokratische Prozesse auch am Leben zu halten, dass wir auch wirklich einen geregelten Tausch haben. Die zweite Frage würde ich daher bejahen. Willst du auch noch was sagen? Muss ich nicht, aber ich würde... Ja, wir können auch, also die Zeit ist sehr weit fortgeschritten, wir könnten sagen, wir ziehen jetzt die letzte Frage und danach müssen noch die halbe Million verlost werden. Okay, machen wir das so. Na, zieh mal. Die Krise und das Ende sind Teile des Systems. Die 1% Profitraten sowieso sind also auch nach dem Ende wieder vorne dran. Warum ist es den anderen 99% egal? Wie können wir die Machtverhältnisse verändern? Nee, schnell umdrehen? Shell umdrehen? Ich kann es ja nicht genau lesen. Machtverhältnisse... Ja, die Machtverhältnisse verändern, ne? Tja. Das ist glaube ich, die Frage, die halbe Million Euro gewinnt. Oder wie können wir, das ist natürlich, wie können wir die Machtverhältnisse ändern? Ich denke nach wie vor, dass diese Option des 20. Jahrhunderts wirklich durch eine kleine Kadergruppe das herbeizuführen, dass das auch gescheitert ist und finde deswegen bei aller obskuren Sachen, die auch da in diesen Kreisen mitschwimmen, eigentlich eine sehr interessante Entwicklung des letzten halben Jahres, was wir mit den Occupy-Bewegungen gesehen haben, dass sich eben nicht auf solche horizontale Verständigungsprozesse gesetzt wird. Das kennt man eigentlich bisher nur aus nicht-europäischen Gesellschaften. Man weiß das zum Teil von den Berichten von Subkommandante Marcos, also den Zapatistas, dass sie im Dschungel auch so dass sie jahrelang diskutiert haben, bis sie ihre Offensive damals 1994 gestartet haben. Das sind vielleicht auch Modelle, die viel älter sind, als wir uns das vorstellen. Und ich glaube, dass das interessant ist. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen den Occupy-Bewegungen in den USA und in Europa. Ich glaube, hier ist die Krise noch nicht so weit vorangeschritten. In den USA sieht man wirklich, wenn man sich auch YouTube-Videos anguckt, sieht man, dass das eine unglaublich gemischte Gesellschaft ist. Da sitzen irgendwelche jungen Hip-Hopper zusammen mit Leuten, die vielleicht früher auch mal in der Bank gearbeitet haben, die einen Anzug noch tragen und trotzdem diese Handzeichen mitmachen. Das ist schon mal interessant. Mehr kann man dazu auch nicht sagen, als dass da etwas passiert, das noch gar nicht absehbar ist, wohin das führen wird. Aber dass auf alle Fälle etwas in Bewegung geraten ist. Und ich möchte Folgendes ergänzen. Der letzte Teil der Frage ist spannend. Wie können wir die Machtverhältnisse schnell ändern? Die Frage entlarvt sich ein bisschen als sozusagen Manifest dessen, was wir als Gesellschaft zurzeit versuchen. Wir können etwas ändern, und zwar schnell. Ja, grundsätzlich. Schnell geht gar nichts und wir auch nicht. Thomas Kuhn hat ein schönes Buch geschrieben über die wissenschaftlichen Revolutionen. Und in diesem Buch hat er einen Begriff geprägt, den viele verwenden, aber nicht wissen, wo er eigentlich zu verorten ist, nämlich der Begriff des Paradigmenwechsels. Der Paradigmenwechsel als Begriff, der sagt, wann ändern wir unser Denksystem? Wir ändern das Denksystem einmal grundsätzlich niemals freiwillig, sondern der Begriff, den Thomas Kuhn in die Diskussion einführt, ist, wir ändern unser Denken unter Schmerzen. Wir leugnen Änderungen im System und halten an dem fest, das wir haben, solange das geht. Auch wenn das total bescheuert ist und total an der Realität vorbeigeht. Wir halten daran fest, solange es nicht mehr anders geht. Wird der Druck zu groß und die Schmerzen zu groß, Klammer auf, das haben wir jetzt gerade, dann werden wir verändert. Was mir an der Frage gefällt, ist quasi das Entlarvende, dass wir tatsächlich glauben, wir können aktiv ein System, das in einem hohen Maß von Kontingenz und Zufälligkeit, im Sinne von, es passiert, weil so viel passiert, dass wir es nicht steuern können, das wird nicht funktionieren. Wir können aktiv viel weniger verändern, wie wir glauben. Wir alle glauben, wir gehen auf die Straße und schreien in ein Megafon und die, die den Schotter haben, werden es dann verändern. So wird es nicht passieren. Auch die Dinosaurier sind sozusagen nicht freiwillig ausgestorben, sondern es hat dem Kometen bedurft. Und ich glaube, der Komet, der kommt gerade. Also aktiv haben wir das nicht mehr in der Hand. Das ist aber eher eine lichtvolle Bemerkung als eine schwarze. Weil die, die sozusagen die Hände haben, sind leider nicht wir. Also sind wir froh, dass es so ist. Ja, also fandet ihr die letzte Frage als die pfiffigste, wie du es selber gesagt hast? Die schwierigste. Die schwierigste. Hast du denn, wo ist denn das Geld? Soll ich es holen? Ja, hol's erstmal. Es ist in der Küche. Sicher einfach mal an. Ja. Es ist in der Küche. Ja, stopp, wir wollen erst wissen, wer die Frage gestellt hat. Wer hat denn diese letzte Frage gestellt? Wer möchte denn eine 500.000 Euro gewinnen? 1,5 Millionen zu mir, bitte. Ja, Wahnsinn. Peter Wittmann auf der linken Seite. Oh. Aber es ist wirklich eine 500.000, Peter. Also, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Welt ist ja so gemein. Geld gilt. Bunte Zettel gelten. Und wir werden wirklich ziemlich verkohlt, und das ist hier von der Deutschen Bundesbank. Ich habe ja versprochen, ich 500.000 Euro in gebrauchten, sehr kleinen Scheinen, wenn ihr das Video zurückspult. Die Bundesbank hat Rückläufer, da ist ein Rotweinfleck drauf oder es ist arg zerschlissen und zerrissen, und zerschreddert dann Geld und presst wunderbare Pellets draus. Sowas kann man um 25 Euro kaufen, was zeigt, wie viel eine 500.000 eigentlich wirklich wert ist, und was zum anderen zeigt, dass Karl Marx auch da zu früh geschasst worden ist, indem er gesagt hat, dass eigentlich das Einzige, das Wert hervorbringt, die Arbeitszeit und der Arbeitswert ist. Offensichtlich ist das so. Ich finde, das ist eine schöne Metapher, die zeigt, an welchem Ende wir stehen. Das ist wirklich, das ist auch schwer. Das ist ungefähr so wie 3 Päckchen Kaffee in Vakuum verschweißt mit Echtheitszertifikat der Deutschen Bundesbank, so quasi als wirklich verbriefte, folierte Verarschung. Viel Spaß mit einer 500.000, das macht sich gut irgendwie am Schreibtisch. Viel Spaß. Trag das mal zur Bank und zahl's ein. Gut, dann möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei unseren Gästen erstmal bedanken, Herr Seiler und auch Alex, Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Wir hatten ja eigentlich Volker Lösch da sitzen, der hat am Mittwoch abgesagt und Alex war so lieb, obwohl er jetzt vor knapp 3 Wochen erst Vater geworden ist, dann trotzdem eingesprungen ist und ganz spontan zugesagt hat. Da ging auch nochmal extra Applaus.